So, moin moin liebe Sportsfreunde, hallo und herzlich willkommen aus Christians Sportstudio, heute aus dem wunderschönen Düsseldorf, der Landeshauptstadt aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt und heute geht's um Lego. Heute wird Lego 2K Drive in einem Turnier stattfinden. Es gibt auch schon eine Punktübersicht und ich finde es etwas seltsam, dass wir auf Platz 6 sind, obwohl noch gar nichts passiert ist. Aber da seht ihr schon mal unsere Mitspielerinnen und Mitspieler. Und es geht gleich los. Wir sind noch ein bisschen zu früh. Ganz, ich weiß, ihr seid alle jetzt verwirrt. Also wir haben ja noch nicht mal 6 Uhr. Aber es sollte dann gleich losgehen. Und ja. Der Donutmann. Oh, da hätte ich jetzt so Bock auf einen Donut jetzt, ne? Nein! Doch, Dizzy, lass uns aber eine Chance. Du kriegst schon einen Donutbauch. Du, ich bin in solchen Spielen wirklich nicht gut, Alu, keine Sorge. Nein, Racing ich hab ist so ein Loch absolut nicht deins. Ich nee, tatsächlich. Also das ja, aber das hier nicht. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich zack wirklich richtig hart. Ich starte wieder als Vierter. Kennt ihr den Boost-Start nach zwei Drücken? Nach zwei Drücken. Also so ein bisschen auf Höchstgeschwindigkeit, verstehen. Rakete! Ah nein! Ah nein! No, ich will da nicht runter. Ah nein! Ich will mitmachen. Oh Gott, oh, du ich kannst hab mich da vertan. Hier immer so hart abkürzen in diesem Game. Ich hab's vergessen. Okay. Rakete in der Luft! Wer war das? Ich war's nicht. Ich bin die Rakete. Nee, ich hab auch Rakete, aber ich. Oh Gott. Ich bin... Oh, ich hab eine Rakete abgefeuert. Ihr Schweine! Nee, sorry, komm. Oh, wer war das? Ja, ich war das, mein Lieber. Ich lenke nicht. Mein Lieber, sagt er. Kann man das Netz klingen? Ja, genau sieht's aus, Alter. Ich war das, mein Lieber. Da, der Dalu kürzt volle Kanne ab. Ich hab's genau ja, gesehen. Ja, ich hab's auch gerade. Alter. Ja, Dalu kennt alles wieder erlaubt. Alles. Ja. Hauptsache, du gehst zu jedem Checkpoint. Ja, ja, ich weiß. Dalu hat wieder die ganze Nacht nur diese Map gespielt. Ich saß leider im Character-Editor von was anderem. Ach so, ja, ja, okay, ja, ja. Ich bin nicht gesprungen. Warte, oh. Warte auf mich. Nee, ich muss los. Doch, warte mal ganz kurz. Ich muss ganz doll los. Oh nein. Enten! Enten? Nein, irgendeiner von euch kennt die Abkürzung. Wer ist denn das da vorne sonst wo? Das ist mega unfair hier mit Dalu schon wieder, ne? Nee, da kommt was geflogen! Wie war ich denn da aus? Das Ding kannst du nicht aufhören, das ist ein Blitz sozusagen. Wer ist das? Aua! Blitz kennt die Abkürzung. Ey, jetzt bin ich hier ganz kaputt gemacht worden. Ich bin falsch gefahren. Rakete! Ich bin jetzt hergefahren, Dalu! Ärgerlich, ärgerlich! Ja. Das kann nicht wahr sein. Ich bin vor dem Ziel von 1 auf 5. Wo muss ich hin? Oh nein. Dalu, ey, es kann nicht sein. Ich dachte so, Moment, warum bin ich zurückgesetzt? Ach, man muss hier das direkt. Das ist Skandal. Ist mir noch jemand hinterhergefahren? Wir alle, hallo. Wer ist denn Fernando? Fernando Schwerme ist ein Bot. Schwerme. Wie, wir fahren mit Bots? Ja, 8 Leute fahren auf jeden Fall immer mit, da kannst du nichts machen. Ich dachte, geil. Wer von euch ist denn jetzt hier ganz sneaky Fernando? Oh, geil. Oh, geil. Okay, cool. Hinterm Board. Okay, weiter. Nice. Achso, wir sollten ein bisschen stehen lassen, ne? Aber ich glaube, das reicht, oder? Ja, wir müssen das nicht stehen lassen. Recht, wir können auch einfach weitermachen du jetzt. Du kannst auch einfach im letzten, da stehen ja die Gesamtpunkte. Nach 4 Rennen steht ja alles da. Ja, weil die sitzen jetzt alle da im Büro und gucken alle, ne? Ja, die haben eh nur noch 10 Sekunden, dann geht's automatisch weiter. Ja, dann sollen die sich mal ein bisschen beruhigen. Angelo, wenn du da richtig gefahren wärst, hättest du das gewonnen. Ich weiß, ey, aber ich bin dir halt hinterher gefahren, Mann. Aber gut, merke ich Spiel für die Zukunft dann, ja? Wie kann man so eine blaue abwehren? Irgendeine Mechanik muss es doch geben, oder? Ist die, also die Rakete, kannst du drüber springen? Also das, wo du die kaputten Reifen bekommst, das kriegen wir alles ein Blitz. Ich wollte blau sagen, das ist ein Blitz, da kannst du nichts machen. Ja, nice. So, ich bin bereit. Bin auch ready, Mann. Also bei zweiten Tick sozusagen direkt beschleunigen, ja? Ja, wenn die 2 gerade verschwindet. Okay. Auf Boost drücken oder was? Nein, nur Gas geben. Gas geben, wenn die 2 weggeht. Ja. Jetzt. Nee, das war zu spät. Jetzt bei mir nicht, wenn die weggeht. Du musst ja wieder stehen. Ja, Delay im Discord. Ach so, ja, das hier hat es als einziger geklappt. Ja, das ist ja ganz komisch. Ich schieße dich weg.
Mein Auto ist kaputt. Wenn ein Auto kaputt geht, dann bist du. Oh, also dann ist das Ende. Oh nein, das ist ja, diese Kackstrecke, wo ich mal runterfallen. Nee, nee, wenn du wirklich kaputt gehst, du kannst ja zerstört werden. Dann hast du ja wirklich 5 Sekunden Verlust. Fernando! Fernando! Ich träume mich heute Nacht. Oh nein, die scheiß Chris! Ich hab gebremst, Alter. Scheiße. Guck mal hier, Radu, ich dreh mich nur für dich. Oh! Hallo. Aua. Tut mir leid, Akele! Das ist gelogen. Die dodge ich einfach. Lol, wie hast du es gemacht? Drüber springen. Das ist eine Frechheit. Oh, ich muss doch noch. Ist es, ne? Das ist ja wirklich eine Frechheit. Dass er das auch wieder weiß, dass man das kann. Hab ich euch das sogar gerade gesagt? Und jetzt gibst du mir eine scheiß Spinne! Das war ich, hallo. Hallo, toll. Hallo. Moment, Dizzy, wenn du Zweiter bist, wer ist denn da weit vor dir? Ja, Asmugel, das steht da noch links. Kleber, Asmugel. Ah, Asmugel wieder. Ich glaub, und er hat mich heute noch gefragt, welches Auto er nehmen soll. Oh. Hätte ich ihm das mal nicht gesagt. Voll da gefahren. Boah, ist das abgefahren. Ja, das Problem ist halt genau jetzt. Ey, Chris, guck mal. Auto. Hey, ich kann halt nicht gucken. Guck mal! Ich seh dich! Franzi, das Rennen ist erst nach 4 Runden zu Ende. Da war schön, ja, dass du dich freust. Ja, toll, da hab ich mich nicht mal über eine Runde freuen, der Luca. Hey, gute Runde, Franzi. Er hat mich gerade nach vorne teleportiert? Ja, ja, das gibt so ein Teleporting, das ist ganz geil. LOL! Wie unfair ist das denn? Guck mal, Andro redet auch nicht mit uns, der ist voll. Aua, ist voll. Oh. Was? Ja, oh shit, ich hab die. Den Weg irgendwie nicht gefunden. Für genau das Szenario haben wir uns dein Auto aber auch optimal. Oh, nein. Ja. Nein. Hey. Dalu, guck nein. mal. Wie war es das Update, oh, was ich hier gemacht habe? Tschüss, Dalu. Oh, nein. Ja. Oh, egal, Alter, Dank. Das kann nicht wahr sein. Weiter geworden bin. Lol. Wir hatten einen schönen Spiel. Ey, wie viel Shit man in diesem Game aufkriegt, ist ja unfassbar. Yes. Fernando, aber Hauptsache nimmt uns Fernando keine Punkte. Ja, aber ja, Fernando hier. Let's go. Mehrere was? Online-Bedrohungen blockiert. Okay. 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 Alright. Okay. Schön. Mhm. Ja, reicht jetzt auch mit den Punkten. Ich mach auch weiter. Die Punkte stehen doch da. GG. WP. Letztes Mal habe ich gefragt, wo denn der Erste steht. Ja, ja. Oh, ja, jetzt sehe ich's. Oh, stimmt. Oh, ich dachte, ich bin Zweiter. Asmugel, du Arsch! Ja, du warst ja gerade Zweiter. Achso, ja, weil du den Ersten nicht gesehen hast. Okay. Ja, ja, ich wollte jetzt hier in der Gesamtwertung. Ja, verstehe. So, ich kenne die Maps also, halt alle nicht. Man kann das Auto halt nicht mehr wechseln. Ja, ich werde auf jeden Fall gleich wechseln. Der See geht ja gar nicht. Ach, ja, also eigentlich liegt es an den Items, den Mustang. Aber... Ja, der gefällt mir richtig gut. Ja, wenn du abgeschossen werden willst, hast du halt eine scheiß Beschleunigung. Wenn du aber vorne bist, ziehst du halt immer weiter, weil dich ja keiner mehr trifft. Ja. Vita, ja, die Beschleunigung war krass gerade eben, ja. Die Maps sind auf jeden Fall richtig cool gemacht. Ja, das ist super kreativ. Ich finde, es gibt auch super viele Effekte in dem Spiel. Der Story-Mode ist auch echt witzig. Der Humor ist echt gut. Boah, super Start! Ich hab's nicht mehr drauf. Wer ist darüber gesprungen? Ich. Galo war das. Galo wieder mit seinen Abkürzungen. Ich Abkürzung über euer Auto rüber. Mine! Was ist die perfekte Strecke für Angelo? Ich hoffe, ich muss aber erstmal nach vorne kommen. Das ist nämlich nur Straße. Als wenn ihr die Strecken alle kennt. Nein, wenn ich bin nicht. Ja, ich hab mich in euer Video gesehen. Oh! Was passiert hier gerade? Ja, weil ich kenn die doch nicht mehr. Irgendjemand weggemint. Ich hab mich nur gerade gefragt, was hier alles passiert. Könnt ihr mal bitte nicht über vorfahren? Ich muss Angelo geht mit dem gleich auf den Sack. Nein, er darf nicht vor. Kommt ran. Kommt ran auf den Meter. Mein Auto funktioniert auf Straße nicht. Das ist so komisch, Straße wenn man nicht nur Mario Kart voll gespielt hat. Ja, komm! Nein, ich treffe dich nicht! Ja, ist doch okay. Aber weißt du was? Hier. Oh, ich kann hier auch auf den Boden legen. Oh. Toll, das hat mir viel gebracht. Ach doch, ein bisschen. Halt mal an ganz vorne.
Was? Ich bin Aua! Da! Nein! Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich komme keinen Ticken ran gerade. Ich komme auch null ran. Chris, halt mal an. Danke. Fuck you. Oh nein, warum ja, haben sie mich überholt? Ich hab das Ding aufgesammelt. Oh. Nein, hinter mir war ein Bot. Den hätte ich nicht abschießen sollen. Der gute. Wie kann der Bot so weit vorne sein? Oh, nein, da kommt ein blauer. Also so ein weit vorne. Mein Auto fällt auseinander. Oh, wer ist da geflogen gerade? Fernando! Hallo, ich! Oh, shit. Hä? Ja, ja! Fernando! Ja. Nein, 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 nein! Christians größter Freund. Ja, ohne Witz! Der gute alte Fernando. Oh, ich hasse das. Nein, nein, nein. Na, ich fahr rein! Ja, aber nicht. Wie lange rollt die denn? Ja, eine Weile. Ja, eine Weile. Tschüss, Fischi! Er hat halt keinen Angst. Ja! Nein! Nein! Oh, Schweineschwein! Wie sind die einmal so weit nach vorne gekommen? Also. Oh, weia. Die Schräge an sich ist ein bisschen tricky. Auf der könnt ihr durchgehend boosten. Ja. Weil, ihr einfach nur durch alles durchfahren müsst. Durch jede Laterne, durch jeden Reifen, der am Rand steht, weil es gibt auch Boost. Mhm. Geil. Hauptsache nicht letzte. Boah. Angelo, hä? Das wird knapp, mein Lieber. Sag mal, Max Speed, ist das auch ein Bot? Ja. Wie gehen denn die Bots bitte ab in diesem Spiel? Das denkst du dir auch im Story. Und auch nur, weil da lohnt das Spiel nicht für Kinder? Ist das Spiel nicht für Kinder? Alles Skandal, ey. Ne, wir hören Dizzy nicht, weil der gemutet ist. Nee, ich habe gerade auch gar nichts gesagt. Ist ja. Im Fokus. Ich versuche zu überleben. Und stelle gerade fest, dass Standardautos kacke sind, doch, dann am Ende. Ja, das habe ich auch festgestellt. Ich würde auch gerne, sehr gerne wechseln. Weil ich habe gar keine Chance, in der zu kommen. Du hast ein paar. Du hast auch ein paar gute. Ne, Custom Car nutze ich gar keins. Ja, aber warum kann man beim Cabrio, sieht man die Sats oben rechts gar nicht? Also da steht nichts bei mir, wenn ich dieses eine Cabriolet auswähle. Vielleicht hat der wirklich alles auf neutral. Das du hast sonst immer Kaliber. Plus und Minus. Ah, okay. Also sonst hast du immer... Ich soll mich bei der Rennleitung beschweren. Ja. Okay, ja, ich hoffe, du hast ein gutes Boot, Angelo. Oh, scheiße. Ich glaube nicht. Ich hab so ein Boot, dann heißt du kannst mich immer überfahren. Dir deinen Kack, Mann, oh, nee. Oh Gott, ich habe aber auch ein Drecksboot. Mein Boot ist schon kaputt. Regenbogen! Oh, oh no! Nein! Hab ich schon. Daisy! Alter, beschießt mich dann die ganze Zeit ab, ja? Was denn? Ich hab doch gar nichts gemacht. Du hast mich mit der Rakete abgeschossen. Angelo, weniger auf der Straße, mehr Offroad, du Schwein! Nein! Tschüssi! Tschüss! Nein, nein, oh! Hier, tschüssi! Oh mein Gott! Doch mal ein kleiner Schocker! Ah, Mann, das Laser-Ding! Oh nein, ich hab niemanden gesehen! Wo mach ich das? Ich seh nichts mehr! Boah, ich wollte es nicht sehen! Ja? Was waren das für Bälle? Explodieren, ne? Ja, ja. Warum denn so nah? Weiter ging nicht! Ich würde auch lieber nach vorne schießen, aber wir machen uns jetzt hier gegenseitig wieder die ganze Zeit! Ja! Und die Oberschicht, ne, die wird wieder reicher, so wie in echt. Ja. Oh. Die Reichen werden wieder reicher. Was ist denn? Es nervt. Was ist denn? Dieser Blitz, Alter. Oh! Ja, nerv ihn, Fischi, du machst das fantastisch. Vogel! Fischi, bitte. Du musst mich doch revanchieren, Alter. So, Fischi, mach ihn fertig. Lad mich zum Essen ein. Mach mal. Mach mal. Morgen ist das Ding. Ja, lass mal. Ich habe keine Zeit. Ey, wieso könnt ihr mich alle überholen? Dabei bin ich doch so gut gerade. Warum fließt die Rakete in der Wand? Das habe ich dieses Gefühl habe ich letztes Jahr auch gehabt. Bin ich mit Abstand letzter geworden. Komm, 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 komm. Dalu muss da weg vom ersten. Nee, der vom zweiten. Ja, du hast recht, Fischi. Hol dir den zweiten. Das gibt wichtige Punkte. Oh nein, ich bin gerade gesprungen. Was ist denn bei Hey, ich auch? Wow. Hey, aber wie? Ich bin so denn. Warum krieg ich diese Drecksdinger nur?
Komm da nicht an Dalu ran, das kann nicht sein. Ja, bleib mal kurz stehen. Ja, gut. Oh, Idealinie! Wie lange soll ich warten? Du wartest ja gar nicht, du Schwein. Ja eben, der wartet nicht. Fischi, zeig's. Warum? Oh, ich raste aus, das Spiel macht mich ab. Das ist schlimmer als Mario Kart. Nein. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Nein, nicht in die Spinne. Bitte treffen. Wieso kriegt er als letzter eine Spinne? Gibt es gar nicht. Ja, Fernando hier geblieben. Oh, yes. Oh nein. Ich wollte dich gerade noch Raketen nennen. Ich bleib stehen für dich jetzt, Fischi. Warte, ich komme auch gleich ins Ziel. Moment. Ja, jetzt. Bin durch. Mann, ey. Alter. Oh, jetzt habe ich die Tabelle super knapp, nicht stehen gelassen. Voll knapp. Weil ich vergessen das. Kann man die nochmal irgendwo anzeigen, die Tabelle? Ansonsten sieht man das bei uns. Ja, okay. Also man sieht die am Ende jetzt nochmal, ne? Oh, jetzt, das weiß ich gar nicht. Das ist jetzt interessant. Weil ich habe auch so sehr schnell A gedrückt. Ja, Moment, ja, man sieht halt hier Platz 1 bis 3. Du siehst doch ja, die aber du siehst ja auch nur, oder? Die Figürchen, ne? Und nicht. Ja, das müsste aber nochmal angezeigt werden, oder? Ja. Ja, oben links steht es, oder? Welcher Platz man ist. Oben links steht es. Ja. Ja, aber da sagt ihr ja nicht, wie viele links Punkte steht das du Google. Hattest. Links? Nee, bei mir steht da... Oben links stehst du, ja. Oben rechts steht Fischi. Dalu steht nirgendwo, oder? In der Mitte oben, die 1. Nee, das steht bei mir in der Mitte nichts. Oben rechts steht Fischkopf auf 3, Asmoody auf 2 und die 1 wird nicht angezeigt. Ja, dann muss eigentlich jetzt, wäre leider das... Es muss noch eine Übersicht Tabelle kommen. Vom Rennen... Nee, glaube ich nicht. Ihr könnt die Tabelle auch gerne einblenden, die Punkte. Ja, aber wie blendet man die eigentlich? Ich hab einen Knopf dafür. Zack. Ach so, Moment, das wurde hier. Wie soll das denn hier live werden? Das ein. Ach so. Boah, Schlag ist führt. Ja, der hat aber auch reingegrindet, der Penner. Ja, das stimmt. Der spielt mit seinem Standard-Car, das hat er getuned. Oha. Oh, ich bin mit Sterzi gleich auf Platz 3. Boah, das ist insane. Tabelle ist ja super cool. Geil, Alter. So, ich muss Pipi. Was machen wir jetzt? Ja, warten, bis eine neue Gruppe ausgewürfelt wird. Viel Spaß, lass laufen. Pipi. Erscheint es dreimal gewonnen? Holy shit. Chat, nee, also ich glaube, man kann hier keine Maps selber bauen. Das geht, glaube ich, nicht. Autos kannst du bauen und hier einreichen. Das Einzige ist nur, man kann man beim Auto bauen, muss ein bisschen aufpassen. Du hast natürlich eine maximale Steinanzahl. Mit mehr Stein wird es auch schwerer. Und du kannst eigentlich auch Effekte hinzufügen. Das ist eigentlich ganz geil. Nur da ist mir letztes Mal, ist mir das ein bisschen, sind mir die Punkte dafür ausgegangen, weil ich alles mit Effekten vollgebaut habe. Und naja. So, jetzt wird neu gerollt, mit wem wir gleich wieder die nächsten 4 Rennen fahren. Und dann gucken wir mal. Aber das Standardauto, also die kleinen Autos, die werden platt gefahren. Also du hast keine Stärke. Und ich habe das Gefühl, das mit der Beschleunigung ist völlig egal. Hauptsache du hast Speed. Kommst sonst nie hinterher. Pizza it is. Mit Pizza ist immer schon alles besser geworden. Hätte ich gesagt, dann können wir sonst auch einmal nach oben. Und dann könnt ihr die dann gucken. Gehen. In die Lobby, okay, cool. Machen wir. Hello. Cool, jetzt sind wir hier. Tages schwitzt also rein. Oh, das sagt Dalu. Ey, aber habt ihr sein Streaming ja. Auto gesehen? Das ist ja wohl richtig sick. Ja, du kannst so geile Sachen bauen. Schagis kann das auch echt gut. Das stimmt. Das zeige ich jetzt hier bei mir im Stream. Oh. Hallo, guten Tag. Darf man das zeigen? Schagis, du geiler Magger. Ey, ja, bitte. Was spielt das da? Schagis und Triad. Alter, ich habe überhaupt nicht fahren geübt. Ich habe 12 Stunden im Baumodus verbrannt. Ja, und mir ist heute aufgefallen, ich bin nie gefahren. Ja, ja, und zufällig kann er gut fahren nach dem Bauen. Ja, okay. Möchtest du mein Auto inspizieren, Daniel? Ich mach's auf die Hebebühne, dann kannst du das mit der Lupe dir angucken. Geh mal in den Intro, ich hab offen deinen Stream. Ja, warte. Dann muss ich das erlauben. Was ist das für ein Motor? Da kann man Motoren einbauen? Ich glaube, ich krieg keinen Töpfer. Du guckst wirklich, ja? Jetzt. Pass auf. Nein, ich guck natürlich nicht. Doch, du guckst jetzt. Alles klar, also wir sind Team 1. Die Teams stehen ja schon fest. Dann können wir eigentlich wieder runter, oder? Ja, aber stopp. Da muss einer von euch in die Lobby, Mann. Ich weiß nicht, ob die bleibt, wenn ich gehe. Weil so, ich habe ja die Lobby auch. Geh mal raus, ja? Ach, du kannst ja nicht machen. Leon, machst du die Lobby? Ich bin gerade hier, ich bin der Schagis, macht das. Achso, Dalu macht die, okay. Also mach ich die Lobby. Aber es ist nur
Das wäre krass. Ja, ich mach für zwei, dann müsst ihr nur nachconnecten, wer mich auch immer im Steam hat. Okay. Ja, dann guck jetzt mein Auto an. Okay, ich guck jetzt dein Auto an. Was hast du für Zahlen oben rechts? Nix, nix und plus eins, plus eins. Du hast also nur Plus, kein Minus. Alter, der ist die Standardkarte. Da habe ich plus zwei, minus zwei und so weiter. Das kommt immer auf sowas raus. Es kommt immer auf null raus. Okay. Ja, ich habe keine Beschleunigung und keine... Kein Nachteil. Kein Nachteil und sehr schwer als Autokategorie. Das ist natürlich selten. Ja. Fertig? Machst du ein Spiel auf? Fertig? Ich soll ein Spiel aufmachen. Ich mach gerade. Ich gehe jetzt im Team 1. Ah, Fugel macht auf. Fugel macht vielleicht in die Tiefe gehen und dann klären wir das so aufmachen. Ja, wir sind Team 2. Noch ist keiner in meiner Lobby. Mein Gott, ist das laut da oben. Habe ich recht, Freunde? Ja, deswegen. Das ist irgendwie smart, eigentlich direkt in Teams zu gehen und dann zu klären, wer irgendwie Spiele aufmacht. Also ich habe gerade... Ich bin drin. ...zwei Anfragen rausgeschickt. Okay. Und sowas von drin. Möchte ich die Party verlassen? Achso, nee, also. Warte, nee, ich kann ja nachjoinen. Achso, ja, stimmt. So. Einladungsfehler. Achso, ja, nur denn. Ich will dir beitreten. Warte mal. Nö, ich kann also ich bin jetzt nicht beitreten. Kannst du mich nochmal einladen, Schmuggel, bitte? Ja, warte mal. Party einladen. So. Fischi auf. Fischi ist ja schon drin. Ne? Hallo. Oh, ich glaube, ich das muss mich vielleicht noch adden irgendwie, oder? Aber ich ändere jetzt mein Auto noch. Ja, einfach Sterzig wahrscheinlich. Sterzig, Hashtag 19725. Wer hat gerade aufgemacht hier? Ich habe aufgemacht. Ich brauche mal eine Einladung von dir und kann dir nicht einfach so beitreten, richtig? Such mal einen Chagas ohne Schnitzel. Ja. Der Burger hat 2x plus 6. Invite raus, wurde bereits geschickt. Freund hinzufügen, jetzt musst du mir glaube ich nochmal für die Party, oder? Ich glaube ja. Oder kann ich dir einfach so joinen? Join? Nee. Joink, joink. Kann ich nur eine Party einladen? Da! Ich hab keine Einladung. Sind. Ja, warte, ich probier nochmal. Ja. Wow, ist voll spannend. Schafft. Noch habe ich nichts. Dankeschön für die Subs, Reap-Subs, die zwischendurch nur eintrullern. Gladbach zum Beispiel, 19001. Vielen Dank. Ich finde das Spiel auch super spaßig. Vor allen Dingen, also ich finde, man hat sich da echt Mühe gegeben mit Details. Und naja, zu fahren, klar, das ist ein bisschen Würfelkiste und ein bisschen Skill. Und dann ist wieder das Auto schuld und man selber reißt wieder um rein. Das ist halt Chaos, aber es macht schon auf jeden Fall Spaß für mich. Müsst ihr euch doch sehen, jetzt hier. Ich bin mich gerade in der Werkstatt verlaufen. Moment. So. Moment. Miete Frau in die Spiele. Okay, jetzt ist die Frage. Sternzerstörer oder Pizza? Das ist eine sehr gute Frage. Könnt ihr euch untereinander adden noch? Also also ihr könntet theoretisch auch einladen. Also wenn ihr einfach mal nach Sternzerstörer sind wir nicht, ja, genau. Darüber müsste das auch gehen. Ja, aber trotzdem. Da kannst du, glaube ich, Rechtsklick machen und dann Spiel beitreten. Kann ich euch so auch beitreten? In was? Wo, warte mal, ich bin gerade ultra verwirrt. Beim mit Freunden spielen? Nee, in Steam, wenn du... Ah, in Steam, im Overlay. Ja, genau. Da kannst du draufklicken und dann Spiel beitreten. Dann solltest du eigentlich reinkommen können. Das ist erstaunlich einfach. Da hätte ich auch von alleine draufkommen können. Ja, das ist das Alter. Das geht. Ich habe Einladungsfehler, was? Das geht nicht. Das hatte ich auch. Dann musste ich doch einladen. Warte mal, ich guck mal, ob ich dich einladen kann. Also ich hab Shuggles, aber ich kann nicht auf Einladen drücken. Kann ich irgendwas noch mit der Lobby an sich machen? Im Overlay. Shuggles... Nee, ich kann doch hier in Lobby einladen. Ja, also in Anführungszeichen Sternzerstörer. Ne? Ich mag den auch, weil ich habe ihn selbst gebaut. Unter Zeitdruck, deswegen so leider nie fertig geworden. Aber ich hatte das Ding ja, also wir haben ja mit Pizmeet untereinander damit gespielt. Wie darf ich den aber nicht mehr auswählen? Weil da so ein Symbol oben rechts ist. Aber ich hatte den ja eingereicht. Und der war auch freigegeben. Deswegen weiß ich gerade nicht, warum ich den nicht nutzen kann. Mach mal kurz. Ruf eingeladen. Das, nee, ich hatte... Also, jetzt geht's gerade, aber gestern im Editor hatte ich irgendwie zwei, drei Mal einen Crash. Ich würde ungern eine Lobby machen, wenn bei mir die Gefahr besteht, dass ich Crash habe. Ja. Ansonsten kann irgendjemand anderes machen. Nochmal. Also, ich kann jetzt niemanden mehr einladen. Also, ich habe Freundschaftsanfragen raus. Wir sind alle befreundet, aber ich sehe euch nicht in der Liste. Ganz unten. Scroll mal runter. Bei mir werden die neuen Freunde ganz unten angezeigt in der Liste. Aber ich habe doch schon eine Einladung rausgeschickt. Die wird mir auch immer nur angezeigt. Also, ja, ich kenne von Steam oder von im Spiel? Im Spiel und in Steam habe ich die auch eingeladen. Ja, aber alles, was über Steam kommt, bringt diese Fehlermeldung.
Ja, aber jetzt habe ich es auch über Spiel nochmal gemacht. Und ich hab mal Asmogel und Chagis eingeladen. Asmogel brauchst du nicht einladen. Party betreten. Ja. Aha. Frohlocket. Na, bei Sterzig hat es funktioniert. Oh, wow. Ja, der so, hat das hinbekommen. Das soll was heißen. Jetzt muss der Rest von den anderen noch nachjoinen irgendwie. Ach, ja. So, neu gemacht. Ach so, okay. Wir sind nicht mehr über Asmogel. Ich bin so auch noch verbinden. Ja, ich bin jetzt rausgegangen. Ansonsten starte ich nochmal das Spiel. Ich bin raus, nein. Okay, mit Freunden, ich will mit Freunden spielen, so. Okay, wollen wir vielleicht einfach alle das Spiel nochmal neu starten? Ich muss ja, ganz kurz alle nochmal das Spiel reinstallieren. Ja, natürlich, gute Idee. So, Chagis ist jetzt da bei mir, aber ich will trotzdem alle nochmal neu starten. Ah, ja. Ich bin mit einer Fehlermeldung. Hey, du willst jetzt das Spiel neu starten, nachdem du eine Lobby auf hast? Ja. Weil ich glaube, ansonsten backt ja alles rum. Vielleicht. Okay. Ich starte jetzt einfach nochmal schnell. Ja, ich hab's neu gestartet. Moi aussi, das ist Französisch für ich auch. Mein Ossi? Ich kann Englisch. Aha! Ja, Tesch. Ja, yes, man. Jean Dobre. Wer hat denn jetzt eine Lobby aufgemacht? Für Fortnite. Sterzig hat eine aufgemacht. Ich habe noch keine. Wir starten noch gerade das Spiel neu, oder nicht? Wir starten aber neu und ich gehe gleich über Chagis rein und dann kannst du über mich vielleicht rein. Nice. Weil das klingt ja schon klar. Wollen wir das so versuchen? Rein. So die Vermutung. Okay, dann würde ich jetzt eine Runde aufnehmen. Ja? Mach mal auf. Ja, bitte. Mach doch mal. Scheiße. Oh, jetzt bin ich aus Versehen auf mit der ganzen Welt zocken. Alles gut. So. Er will ja lieber mit der ganzen Welt zocken als mit uns. Richtig. Okay, so. Seid ihr schon drin? Nee. Die sind ein Arsch. Sehr, sehr große Lobby. Ich bin im Hauptmenü. Ich bin jetzt auch wieder da. Ich hab jetzt Chagis eingeladen. Nee, Asmogel habe ich eingeladen. Jetzt lade ich Chagis ein. Ja, spiel mal, natürlich kann ich den auch. Tilkoliert nun Glovium am Kok, Zukech, Ram. Nee, Ramban kommt. Nicht? Nee. Perfekt. Nicht, dass die jetzt gerade irgendeinen komischen Serverschluck aufhaben, genau jetzt. Die Freundschaftsanfragen, die ich gerade eben vorher rausgeschickt habe. Also ich sehe euch immer noch nicht. Eine habe ich angenommen. Ja, aber ich sehe dich trotzdem nicht bei mir. Auch nicht ganz unten in der Liste? Ah, hier. Wait, stimmt. Ich habe jetzt zwei gesendete Einladungen. Also ich kann das über dich verschieden nicht nachjoinen. Nee, ich bin noch nicht drin, weil ich noch nicht nachjoinen konnte, weil noch keiner reingegangen ist. Okay, jetzt sehe ich die Freunde doch. Okay, alright, wartet. Ja? Ich probier nochmal euch einzuladen einfach hier. Schätze ich, wir sind nicht Freunde. Cool. Ne? Ich glaube, ich sehe euch nämlich alle gerade. Deswegen, ich probier's nochmal. Ah. Party einladen. Da! Asmogel hat mich eingeladen. Party einladen. Jetzt nicht nur eins, ne? Party einladen. Alter, jetzt hast du aber eine Lobby aufgemacht, ne? Das ist richtig. Ist scheißegal. Ja. Ich trete jetzt Asmogel bei. Ich bin so heftig drin. Kommen sie alle ran. Richtig krass drin. Die anderen haben auch gerade erst gestartet, also die hatten das Problem auch. Ja, ich versuch gerade. Geil. Fischi, bist du schon drin? Ja. Ich kann nur dein Profil ansehen, toll. Der Feed ist noch gesichert. Das ist aber ein schönes Spiel. Ich kann nicht beitreten, ich muss kurz game, denke ich, neu starten. Bei mir bewegt sich da gar nichts. Also über Steam habe ich dasselbe Problem. Über Steam geht gar nicht, da kommt diese rote Fehlerbox. Fischi ist eingeladen. Ich bin da schon drin. Ich habe noch keinen Invite bekommen und bitte nochmal an den Herrn Chagis. Du bist bei mir nicht, also du bist bei mir in der Lobby nicht drin, ne? Gerade? Zumindest sehe ich dich nicht. Ich habe auch keinen Invite bekommen. Kann ich nicht in der Lobby verstehen. Du musst mal nachjoinen einfach. Geh auf meinen Namen, rechte Maustaste, Spiel beitreten. Bist du ja noch in den 90ern? Die sehe ich auch witzigerweise gar nicht in der Freundesliste. Freund hinzufügen. Du kannst ja unter kürzlich einfach gucken, ich Gullibert. Du meinst bei kürzliche Spiele, oder was? Ja. Nee, bei mir ist es nicht funktioniert, glaube ich. So, dann versuchen wir es dann nochmal, oder? Schack, es geht nicht, oder? Nee. Warte, kürzlich, ich guck mal. Nee, in Party einladen kann ich auch nur. Ja. Ich vergessen zu hydrieren. Ich hab dich auch schon eingeladen. Ja, ich hab aber wieder nur über Steam Invite von dir gekriegt. Ja, gut, da habe ich dich auch eingeladen. Ich lade dich nochmal in Steam. Steam geht bei mir nicht, da habe ich immer diese immer die rote Fehler. Hör jetzt auf mit den Steam, um mich zu belästigen. Kann mich mal bitte jemand in-game einladen? Ich lade dich ein. Auch mein Problem. So, ich lade es nochmal. Frage sein, in-game. Nein, gib mich auf. Ich würde sehr gerne mit euch zocken.
Wie kriegen das jetzt hin, Jungs? Ja, warte. Okay. Unter Mitteilungen müsste das sein, denn, wenn du das Freunde-Menü offen hast. Rechts müsste das sein. Wenn du jetzt nicht aufhörst, mich über Steam einzuladen, komm ich auf! Ich hab dich vor 3 Stunden eingeladen. Ich hab dich jetzt in-game nochmal eingeladen. Ploppt die Gäste, wenn wir alle mal tief durchatmen. Alle tief. Okay, ich höre euch noch. Ich würde mir aber ein Glas Getränk holen. Ja. Tut sie das? Ein Glas Getränk. Ein Party einladen. Okay, aber ich habe keine Mitteilung für eine Einladung gekriegt. Same. Ah, ja. So, Schmuggel. Heute hast du eine Frage, ist nochmal raus. Wir sind keine Freunde mehr. Ich nehme alles, was auch immer du mir schickst, solange du es nicht über Steam schickst. Ich habe es schon 5 Mal geschickt. Ich schicke dir gleich gar nichts mehr. Warte mal, Arthur, bist du in der Lobby drin? Ich bin in der Lobby drin. Bei wem? Asmugel, Husaren, Chris und ich sehe dich gar nicht. Das ist ja lustig. Ja, das ist ja das. Okay, ich gehe nochmal raus, Jungs. Jetzt ist Fischkopf drin. Nice. Hallo. Jetzt ist meine Lobby. Hallo. Okay, nice. Super. Dann laden wir nochmal die Leute ein. Jetzt vielleicht geht's. Genau. Ich versuche mal hinterher zu joinen direkt. Dizzy in Party einladen, ist abgefahren. Oh. Das ist richtig. Hier kommt mal. Hast du mich über Steam? Ja, ne? Ja. Was halten wir eigentlich davon, wenn Dizzy mal so eine Lobby macht? Ja, lass mal Dizzy machen. Ja, klar, ist doch eine mega geile Idee. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich lade euch jetzt alle ein hier, komm. Du brauchst nur einen einladen. Dann ist das wie so ein Kettenbrief. Dizzy, mach das mal. Wenn die das alle nicht hinkriegen, du kriegst das ja nicht, vertrau dir. Ja, ich vertraue. Ich glaube, es muss nur einer joinen können. Und dann. Das ab. So. Ich join dir gleich so hart nach. Chris, Party einladen. Chris, ich hab den Fubi abgeschossen. Du hast mich in eine Party eingeladen, okay. Ey, echt? Kann ich vorbeikommen? Hoffe ich. Nö, kann ich nicht. Ist ausgegraut. Ich hab geschissen. Ich kann. Nö. Ich ist ja ein bisschen problematisch. Ich mach jetzt Spiel auf. Mit Freunden spielen. Wir kriegen das hin. Ich glaube, vorhin beim ersten Rennen ging es problemlos. Ja. Okay, also Fischi lädt ein. Super. Ja. Aber warte mal, wo darf ich jetzt nicht über Steam einladen? Mich kannst du über Steam einladen, gar nicht über Steam. Echt, geht das? Konnte irgendwer schon über Steam eingeladen werden? Also ich bin... Ja, Dalu hat mich eben über Steam eingeladen. Über Steam. Google ist drin jetzt. Gar kein Problem. Google ist drin jetzt. Ich starte mal Steam neu. Popfisch. Chris. Einladung in-game. Lad mich auf meinem Handy ein. Eingeladen. Boah, das hab ich geliebt, Alter. So, also ich habe dich jetzt übers Game und über Steam eingeladen. Ja, Chris. Steam habe ich angenommen. Game sehe ich nicht. Gerade zu joinen, habe noch keine. Da ist die Fehlermeldung. Hallo, guten Tag. Vielleicht ist gleich Probleme. Wir schaffen das. Serverprobleme, die wir alle easy hinkriegen. Wenn wir, glaube ich, nochmal alle. Weiß ich nicht, was wir machen sollen. Ich hab's einfach. Okay, ich habe rausgefunden, wie es geht. Einfach penetrant immer wieder probieren über Steam. Einfach. Ich hatte eine Fehlermeldung, hab's nochmal probiert und dann ging's. Wem gehöre ich denn nach? Aber weil wir keine Freunde sind, ne? Du Arsch. Wenn du das jetzt ausdiskutieren möchtest. Ja, bitte. Also, wo fängt das Ganze an? Ich bin drin! Ja, obwohl es ein Problem mit Fehlermeldungen gab. Also Steam ist gar kein Problem. Ich schick dir jetzt meine Steam-Nummer. Ja, schick dir da rein. Ich adde dich jetzt. Oh, ich darf dir keine Nachrichten schicken bei Discord, weil wir keine Freunde sind! Schreib's doch hier in den Info-Chat, Diggi. Ja, ist ja gut. Dann sag's doch einfach. Schreib rein jetzt. Na, ist gut. Alter, hast du ein... Ey, ich mache gerne Eigenwerbung, Princess. Das eine Gewürz, was süß ist, finde ich nice, aber du merkst auch, dass es süß ist, ne? Also so, du musst dir so Paprika mit ein bisschen süß vorstellen. Das andere finde ich auch arschnice und jetzt hat es hier geklingelt. Wer klingelt denn um 19 Uhr hier? Was ist das denn? Da bist du. Muss mal kurz zur Tür. Ich trete dir bei. Da bin ich. Ja, klappt auch. Wow. Oh mein Gott. Jetzt fehlt uns noch Dizzy, ne? Und Dizzy kann ich, glaube ich, hier drüber einladen. Versuch's immer über Steam. Dizzy. Ich habe ihn eingeladen über Steam direkt. Versuch's einfach immer wieder über Steam, auch wenn die Fehler kommen. Ja. Ah, er hängt klar. Einfach nur bei Verbinden. Das ist gut, das ist potenziell erstmal gut. Ja, potenziell muss hier. Gesundheit. Danke. Spiel Neustart. Ja. Ach, er hängt im Sinne von schon eine ganze Weile. Nein, Klaus, das sind nur die Nachbarn, die ihre Pakete abholen. Da wurde, glaube ich, 9 Pakete angenommen. Waren nur Nachbarn. Also ich bin auch so ein Mensch, du kannst bei mir auch um 9 klingeln, da bin ich auch noch wach.
Also auch um 10 auch. Aber könnte sein, dass ich da schon im Gammelmodus bin. Aber bei manchen Leuten immer dran, es ist schon 20 Uhr, da kann ich da nicht mehr schellen. So ein Quatsch. Ich glaube, es klappt jetzt. Ich glaube da ganz fest dran. Ja. Ich habe jetzt so oft minimiert und maximiert. Ich bin noch nicht rausgeflogen, ich bin guter Dinge. Ich meine, wenn es läuft, dann läuft's, ne? Ja. Mm-hmm. Ich würde gerne fahren. Du bist nicht der Einzige. Was sagt ein Fahrschüler in der Fahrschule? den kenne ich. Wo muss ich lang? Nee, ich würde gerne fahren. Ach so. Hab ich doch schon gesagt. Was sagt eine Person, die sich fragt, ob sie schon gefragt hat? Fragen? Habe ich schon gefragt? Richtig, sehr gut. Dieses Training! Oh Gott, was? Ich hab mich noch nie über so ein Flop-Geräusch gehört. Okay, los, und alle, los, Abfahrt. Ready ist egal jetzt. Los, rein in die Scheiße. Warte mal, wir machen Pokalserie. Pokalserie und dann nehmen wir was Abgefahrenes. Und zwar Schreckheim, weil ich hab Angst. Und Schreckheim ist super. Ja. Doch, was? Die ist schön. Ja. Die ist richtig schwer. Also, ja, aber die ist schön. Oh, ich bin auch ready. Ich bin connected mit einer Fehlermeldung. Das war also. Ja, das hatte ich auch. Gar kein Problem, Dizzy, wir machen das. Gut, Chris, wie immer. Auf andere Spieler warten steht hier. Dabei seid ihr doch alle bereit. Du musst ja auch bereit drücken. Ich hab nichts gesagt. Oder? Bei mir gibt's keinen Bereitknopf. Ich kann nur zurück. Warte mal, pass auf, ich mach mal nicht bereit. Jetzt wieder bereit. Und jetzt wieder bereit. Ja. Jetzt bin ich bereit. Jawohl. Oh, ich geh los. Fühlt sich an wie ein Winner. Das wird richtig geil. Wenn wir nur halb so viel Spaß haben wie beim Kreieren dieser Lobby, dann wird das ein Knall. Mach jetzt die Pizza für alle. Echt? Ja. Richtig Bock auf Pizza. Pizza ist so lecker. Oh ja, Pizza wäre jetzt nice. Aber Pizza ist nicht gut für dich. Kann man doch pauschal so sagen. Pizza ist gut für mich. Pizza ist gut für dich. Ja. Ich hab Angst. Ich esse nur gesunde Pizza. Oh no. Oh, was ist das denn für eine Strecke? Ja, die ist richtig assisch. Ja, ich schon gezockt, die Strecke. Ach du Scheiße. Die ist allerheftigst. Sag mal, wer zieht denn da schon sein Gas durch? Ich. Ah, perfekt. Ich hör's. Ich bin Racer. Ich bin Racer. So Leute, jetzt wird richtig gezockt. Jetzt ist richtig. Vollgas in die Chats, jetzt geht's los. Was ist das für ein krasses Megaboot? Wieso kriegt das nicht hin? Ja! Mal kein Problem. Was, die Spinne oder was? Das Piratenschiff. Ich bin eine Spinne. Das hab ich gebaut. Du bist ja krass, Mann. Wie, wo ist Pizza Time? Wieso bin ich wieder so ein kleines Ding? Hast du nicht ausgewählt? Doch, hast du ausgewählt, oder? Ja, aber hier ist Gelände. Oh mein Gott, was ist das? Habt ihr mich raketet? Ich bin gerade in den Himmel geballert worden. Okay. Ich fahre völlig Pizza. Normal diese Strecke gerade hier lang. Alter. Aua. Oh, ach, hey, Jemine. Lass mich doch in Ruhe. Alter, ich krieg grad so aufs Maul, das ist ja witzig. Du mieses Stück. Kann ich nicht hören, ich bin so weit hinten. Ich hatte doch einen Schutz, warum habt ihr mich raketet? Reicht jetzt! Weil es möglich ist. Okay, let's go. Alter, das ist nicht wahr. Hallo. Alter, jetzt bleib ich hier hängen. Gut. Let's go. Hat er gerade abgekürzt? Der hat abgekürzt! Was passiert denn hier? Das ist eine ganz schlimme Strecke. Fischi, das ist scheiße. Die ist sehr gut. Nee, ich will so eine Kinderstrecke bitte nächstes Mal. Was ist denn hier los, hör mal? Ey, da gab es doch mal eine Strecke. Warum weint ihr alle? Oh, das war... Nein! Nein! Wieso? Ich sehe wieder andere Spiel. Oh mein Gott. Ich will fahren. Ich bin nur am Explodieren. Was ist das? Ach, das ist diese Lampe hier. Oh, lol. Nee, nicht die Klatsche, nicht die Klatsche. Irgendwas haut mich ständig. Wer ist Peter? Chris. Mein Boot ist nur noch so halb existent. Oh, der Mann, ey. Bitte geh, Shaggis. Ich kann nur fahren. Nicht. Oh mein Gott. Was passiert hier? Ich bin so dermaßen letzter Platz. Gott. Oh nein, ich habe aus Versehen die Rakete gezündet. Da war aber keiner zum Raketisieren.
Hä? Oh nein, ich bin getroffen worden. Okay. Habe ich die Rakete nicht mitgenommen? Alter, die letzte, letzte Runde. Ja, das ist gerade so random. Was war das denn? Mann, wo kommst du denn her? Was ist mit dir? Auf! Nein! Oh Gott, jetzt hängt er in der Wand. Fuck. Ich will mal ganz kurz explodieren. Nee, hier kann der hier. Oh Gott! Gott, verpiss dich! Jetzt bin ich echt nur auf letzten Platz. Nein! Du gehst nicht mal die ganze Zeit erster, du Arsch! Verzieh dich! Fertig! Fischkopf, lass es! Oh mein Gott! Oh nein, ich bin falsch gefahren! Nein, ich bin Fünfter! Oh, das ist so bitter! Das ist so bitter! So, aber Schall ist das Letzte, das ist sehr gut. Oh. Nee, ich bin Vorletzter, aber es war trotzdem schon eine Kack-Random-Strecke. Ich muss mal sagen, das Mobile war ja uneinholbar für mich. Das ist bittere Pille. Ganz bittere Pille. Oh. Dizzy, 20 Sekunden, nee, 10 Sekunden schneller. Ich hab so auf die Fresse bekommen, das ganze Rennen über. Dizzy, du hast mich enttäuscht, ey. Okay, ich hab 40 Sekunden, Warum? Um aufs Klo zu gehen, das schaff ich. Lauf! Warum hab ich dich enttäuscht? So weil die ganze Zeit Erster. Du ziehst einfach an mir vorbei. Ja, ey, Maga, ich hab ja gesagt, jetzt hab ich ja auch endlich mal nicht die Standarddinger, die Schnarchen vorbei. Wer ist denn nämlich da, wer ist denn da mit mir gecrashed? Also, wer war denn das? Ich bin 80.000 Mal gecrashed, also ich kann es gut gewesen sein. Diese komischen Fliegenlampen, glaube ich, die haben irgendwie einen auch explodieren lassen. Oh, ich hätte einfach über dich rüberspringen müssen, glaube ich, ey. ich hab echt schlechtes Timing gehabt gerade, leider. Ich finde, die Sprungtaste muss ich mal umstellen, glaube ich. Das ist ja. Ich zitiere aus dem Chat, die Schreckheimstrecken sind halt echt nicht gut. Toll, Fischi! Toll! Hä, was ist denn los? Wir fahren doch gleich alle auf der gleichen Strecke! Die sind doch eigentlich gar nicht so kacke. Ja, ich fand die ganz gut. Ich finde random explodieren wegen irgendwelchen Objekten kacke. Ich weiß nicht mehr. Ja! Okay, ich würde sagen, wir beruhigen uns jetzt alle ein wenig und wir werden jetzt alle ganz tiefen entspannt reden, okay? Oh, die ganze Zeit machen wir hier. Mit Hände waschen, einfach tief ohne Hände waschen machen müssen. Leute, einfach. Du kannst halt manchmal so hart abkürzen, wie in der letzten Strecke kommst du einfach vom Ziel ab. Ich fahre mit dem Live auf, was das ist. Oh, jetzt aber! Ich hab den Boost noch nicht abgenommen, aber es ist ja anscheinend. Pilz hat abgenommen. Jetzt war ihn noch nicht immer. Was ist das denn? Wer hat den Blitz? Welcher Keck? Schieß euch alle ab! Schieß euch alle ab! Geht nicht, ich habe schon. Das ist der Smuggel-Terrorist. Das ist echt hart. Zitat. Toll. Das ist nicht gut für mich. Ich bin nicht so wendig heute. Platz da! Was ist das denn hier für ein Kühlschrank? Keine gute Strecke für mich. Ich bin zu langsam. Das war 10 von 10 knapp. Chuck, ist das die perfekte Strecke für dich, ne? Kann das sein? Weiß ich nicht, wieso? Weil du so eine kleine Karre hast, die so wendig ist. Die kleine Karre? Ich meine, ich habe ein super schweres Monstrum. Was ist das überhaupt? Das ist ein Streaming-Setup, hallo? Was? Mit Mikrofon gebaut. Und Kamera Bist und du alles. Versichert? Ja! Lol, ich hab zu viel Wie hast du das gedodged? Das ist doch offensichtlich. Okay, das war ein harter Fahrfehler. Offensichtlich ein Streaming. Ey, ohne Witz, du machst hier einen Fehler und du wirst einfach Siebter oder so. Hey. Date. Oh, nimm das. Nein! Hä, wie bist denn du gerade an mir vorbei teleportiert? War das dieser Teleporter oder bist du. Redest du mit mir? Wer ist denn die Nummer 1 da? Ach so, nee, da. Nee. Kommt der Kurve bisher! Ich hab, also dieses Auto gefällt mir gar nicht. Ah, Smuggel! Was denn? Boah, Angelo, der ist an mir vorbeigezaubert, hat er sich vorbeigeschietet. Das geht überhaupt nicht! Hä, ich bin nur einen Platz nach vorne teleportiert? Scheint's. Ja, weil wir so weit auseinander sind wahrscheinlich. Let's fucking go! Mich halten die Bots hier die ganze Zeit schön niedrig. Friss! Nein. Learn to aim, my friend! Ich explodiere gleich. Aber was bringt denn das? Das macht gar kein Damage gefühlt. Doch. Aber wir gehen halt langsam. Guck mal, ich hab kaum noch Auto. Ich hab 1% Leben noch so. Okay. Ich verstehe. Was war das denn? Wow.
Wow. Ich bin kaputt. Weiß ich nicht, was ich mache. Schau, Digga. Let's go. Ich bin von der Straße gehopst. Und ich dreh mich um. Und oh. Was war das? Was war das denn? Du hast wurde irgendwie zurückteleportiert? Jetzt dreh ich mich wieder. Jetzt sind meine Reifen. Kommt noch klar. Ich weiß nicht, was das ist. Es gefällt mir nicht. Oh nein. Schön. Oh, der Kürbis. Schön. Ich werde von diesem Spiel heute mal Albträume haben. Ohne Spaß. Alter, die Bots halten mich so krass hier hinten. Das ist unfassbar. Machen die es so kaputt, oder wie? Ja! Fick dich. Scheiße! Danke fürs Anschubsen. So knapp! Ah, wie schön. Oh, Jesse, tut mir leid. Alles gut, nicht schlimm. So. Schön. Oh, ja, mehr war da aber auch nicht schön, drin. Oh, doch! Ei. Oh, wie du mich noch. Guck mal, der Abstand. 2 Zehntel. Mein Gott. Ja, Platz 2 und 3 habe ich öfter das Gefühl, sind nah beieinander. Schön. Ich weiß ja nicht. Easy, 6. Wie sieht ein bisschen besser? So sieht's aus. Also, wobei, so easy war das gar nicht, vor die Bots zu kommen. Oh, Dalu führt, wow. Dalu ist erster? Achso, wir können ja hier einblenden. Aber die haben Vorsprung. Ja. Okay. Guck mal, wir sind noch nicht angerechnet, ne? Danke, Klaus. Die haben 2 Runden mehr schon. Guck mal. Wie viele Punkte hat Dalu? Warte. Ist das nicht. Also Chris, nimmst du die Punkte, die hier stehen, oder 28. Einfach die Punkte, 28, die... 20 und der zweite 20. Okay. Naja, aber so weit vorne ist er gar nicht. Da geht noch was. Ja. Das ist noch alles möglich. Oh, die Namen sehen so geil aus. Schwampus. Oh, Sumpfus, du kannst die kleinen Alligatoren einfach wegschubsen, aber von den großen sollst du dich nicht fressen lassen. Okay. Ah. Ja, oder man fährt dann nach über. Ich werde ganz einfach easy sehen, ob da der kleine oder der große ist. Mhm. Oh, das ist eine schöne Kurve hier. Die ist ja gut. Kann man mit Booten eigentlich driften? Also mit der Drift? Ja, kannst du. Kannst du. Mal. Ja. Ja, es geht. Ich vermisse da das Quietschen. Hast du einfach, also vertone das einfach. Ja, lass machen. Das macht mal kack. So, voll über Axel drüber gefahren. Schön. Komm jetzt ganz entspannt. Die Schweine! Das ist gut. Vom Driften kriegt man auch gut, ne? Ja. Oh, voll. Kram weggeschnappt. Wow. Nein, ich will das nicht. Scheiße. Sehr gut. Nicht aus Versehen die Hüpfentaste drücken, das ist schlecht. Nein, schießt es ja. Oh. Okay, wie kann ich restarten? Alte 4. Nein, ihr Schweine! Oh, ich krieg das nie wieder eingeholt. Oh Mann, Alte 4. Oh Gott. Alter. Wie gibt's denn hier lang eigentlich? Ich will nicht so viel fliegen. Hä? Alles Scheiße. Hier kann man... Gar kein Stress. Manni, der Sprit ist leer! Der Auto fährt nicht mehr! Mann! Der Sprit ist leer! Wow, die Bombe hat mich umgeworfen, umgedreht, ich stand gerade verkehrt rum. Schlecht. Boah, ich hab mich eingeholt. Oh shit, ich dachte, da geht's hoch. Ist das denn möglich? Man muss ja Abkürzungen ausprobieren, ne? Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Hallo, wir machen Raketen einfach nichts aus, sagst du, oder was? Wir haben uns gerade gefragt, ob es sinnvoll ist, in den Lobbys zu bleiben, damit wir diesen Invite-Hassel nicht haben. Was denkt ihr dazu? Nicht in die Dame-Lobby zu müssen, fände ich total schrecklich, aber könnt ihr damit leben. Er würde sich wünschen, mit dir in einer Lobby zu sein. Du, ich verkack dir gerade hart. Also für mich ist okay. Okay, dann könnt ihr nämlich auch den zweiten Cup nachholen, den Fischi einfach, warum auch immer, geskippt hat. Weil ich das nicht kann, ich bin dumm! Ey, sag's was. Was ist
Ja, dass ich überhaupt hier gehostet habe, ist doch völliger Quatsch. Du machst das sehr gut, Fischi. Sehr, sehr gut. Naja, ist okay. Nein, what? Ich hab mich einfach... What? Ah, hier ist noch ein Boost, siehst du? Ist halt einfach ruhig. Ist keiner sagt was. Wir sind konzentriert. Konzentriertheit ist hier gefragt. Ich hab mir grad... Alter, schon ein bisschen unfair. Oh, siehst du, und schon hab ich geredet und schon hab ich Mist gemacht. Was war das denn? Was ist das schon wieder? Aua! Oh nein. Ich kann Boden nicht. Was ist denn hier los? Du wirst einmal getroffen. Was war das denn für ein Scheiß vor der letzten Kurve? Ich hab auch Boot kaputt. Alter, in der letzten Kurve von 1 auf 4 ist das euer Ernst? Ernsthaft? Ich hab's so dumm Scheiße gemacht. Hallo, ich bin Schages und ich hab gehört, Dado, wir bewegen dich. Warte, jetzt, Achtung! Der NPC ist Zweiter? Knapp. Ich hab so viel Mist gemacht. Ich hab so viel Mist gemacht. Das war so unnötig. Ich hasse diese Gimmicks. Kann ich einfach in den Zuschauermodus gehen und sagen, mein Name ist übrigens Arachnorella. Also. Genau. Perfekt. Klingt gut. Oh Mann, ey, Mist. Warum ist warm? Ich brauch und ich muss wirklich lachen. Ja, mir ist auch machen. Richtig warm, ey, holy. Bei mir ist genau richtig. Hey. Cool. Ich bestell jetzt Snacks. In dem Moment, wo ich angefangen habe zu reden, ist alles bergab gegangen. Ja, so muss ich euch zum Reden bringen. Gut. Nein. ja, also ich fand auch, das war ein cooles Rennen. Ja, war sehr bootlastig. Ich bin nur die ganze Zeit. Ihr meint das ironisch, oder? Nee, ja, ich fand auch die Strecke ziemlich cool. Ernsthaft? Ja, die waren mega geil. Minen und den Krokodilen, ich bin 100-mal explodiert. Hammer. Ich fand das auch cool. Ja, explodiert mir ja auch, aber Hammer. Ich find's ganz cool, so vom Setting auch. Nein, das ist schlecht, ihr habt alle Unrecht. Okay. Also, oh, wir fahren noch so. So, der lebende Garten, Freunde. Oh, sind vier, oder danke was? Für die Übersetzung. Ist ja gerne vier Rennen pro Cup, ja, genau. Großartig. Genau, vier Rennen. So zwei Etagen. Oben oder unten, was ist schneller? Oh. Das sieht aber nach krassen Kurve aus da. Oh, da ist die Ritterrüstung machen bestimmt irgendwas. Da war ein Loch im Boden. Bist du Sport und ich muss auf Toilette. Ja, muss auch Pizza. Pizza muss heiß sein, ich komme. Jetzt hab ich's wieder nicht hingekriegt. Ja, das gibt's doch überhaupt nicht. Oh. Hallo. So, alles ist gut, Freunde. Alles Gucci. Sehr schön. Alles schön. Alles. Oh mein Gott, ihr macht das alles so toll. Wie fliege ich denn so hoch? Ist doch noch gar nicht Wochenende. Nein. Hey, warum hab ich jetzt eine Rakete abbekommen? Habt ihr was gegen mich? Eine Rakete haben wir gegen dich. Tatsächlich. Oh nein, ich bin über den Streifen rübergesprungen. Über den Beschleunigungsstreifen. Ja. Bin jetzt wieder den Streifen, durch den man schneller wird. Nein. Ob ich hier hängen bin, Alter. Das ist so ein Feuerwerk hier gerade, ist unfassbar. Ey. Ja, wir sind hier alle ziemlich auf dem Haufen, Mann, ne? Mann, der Tank ist schon wieder leer. Ja, wirklich auf dem Haufen. Oh, aus Versehen gehupt. Ich hupe ständig aus Versehen. Ja, weil man halt drückst du denn dein... Oh Gott. Aber jetzt nicht im Real Life, oder? Doch. Lol. Nein, nicht schon wieder. Das war nice. Ey, das Spiel hat mir gerade gesagt, wie ich rückwärts fahre. Ja? Wie denn? Oh Gott. L2 gedrückt halten. Kein Ding. Danke mir später. Ey, ich bin so im Arsch. Oh! Oh Gott, nein. Das war knapp. Aua, ich bin doch noch reingefahren. Aua. Ah, das war's. Mach hier! So ein Mist. Nein! Oh, ist das knapp alles! Komm schon! Smoogie, bleib stehen! Okay. Das ist noch nicht Finale hier, ne? Nee! Wie schafft man das doch? Oh! Oh, jetzt habt ihr mich echt. Oh, ihr Schweine.
Ah, nur links rum. Mann. Okay. Geh mal weg jetzt hier. Nee, oh Gott! Okay, easy, 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 easy. Okay, unter dem. Wer hat diese Minen hier hingelegt? Ich bin so schlecht, Alter. Das macht mich so unfassbar aggressiv. Ich versuche mal irgendwelche Abkürzungen zu finden, aber es ging nichts. Kleiner Spoiler. Ah. Da ist er explodiert. Ah, oh, verdammt. Nach hinten! Wieso bist du nicht aus der Vorne, aber es trifft dich! Doch, ich bin getroffen worden. Also ich weiß nicht, Bio lese ich nicht so gerne. Nur einmal hin. Ja, immerhin. Die Bots haben mich abgezogen und ich bin nochmal in den. Ich bin nochmal in. Jetzt bin ich im Ziel. Let's go! Digga, das Spiel ist anstrengender als der letzte Boss in Elden Ring. Aber jetzt habe ich mal eine Frage an Fischkopf. Ja, hallo. Was hast du dir bei dieser Map-Auswahl gedacht? Ja, das naja, möchte ich auch nochmal. Fand ich sehr gut. Hä, wir müssen doch eben. Wir können doch ein bisschen. Es ist doch kreativ, wenn du immer nur gerade aufpassen oder was? Fischkopf, ich also. Ja, das ist die Map. Das soll doch so. Bleiben wir jetzt so in dieser Konstellation? Ja, die anderen waren ja schon beide, glaube ich, ne? Bin menschlich enttäuscht. Von wem menschlich? Denn? Von, du weißt wovon? Ganz genau wen. Ey, von mir? Norella, ja, die kann mich mal. Ich bin nicht dabei, ne? Ach, Mist. Ach, verdammt. Welcher Platz war ich denn jetzt? Gute Frage. Oh, darf ja niemand wissen. Keine Ahnung, wer auf der 3 ist. Die Person trägt eine Maske und ist bestimmt sehr gut. Wow. Den zweiten bitte. Ja? Was? Ja, mal kurz hier. Auf dem Käppchen? Genau, ja, wir machen einen Cup und direkt oder? So bleiben. Die anderen haben schon losgelegt. Die waren jetzt nicht geplant, Strecken. Diese Kackstrecken zu nehmen? Doch, aber so. Noch nicht jetzt. Ach, wir wollten ja eigentlich von 1 bis 4 durch. Aber also haben wir es schon hinter uns, sehr gut. Ich gehe jetzt in Prospekt total, ja? Das ist das Richtige. Das zweite. Ah, Moment, bleiben. Wir müssen ja auch mal hier kurz das Wasser einblenden. Und ich bin schon ready. So, ich zeige euch jetzt mal, wie man gewinnt, okay? Wow, das ist so ein geiler Spruch immer, wenn man sagt, okay, kurz. Hey, jetzt. Okay, Freunde, also 4 geteilt natürlich mit Lost Kitten, aber die anderen sind ja schon auch mehr Rennen gefahren. Oh, Treppchen ist drin. Let's go. Gut. Kannst du einen Backflip? Ja, ich muss einfach nur linken Stick nach hinten drücken. Wow. Nee, konnte ich noch nicht, aber jetzt kann ich ja. Ach, Fischkopf ist bereit, alles klar. Irgendwer ist Pipi, glaube ich. Wer ist Pipi? Irgendwer ist Pipi, glaube ich. Ich habe schon vor 10 Minuten Pipi in meinem Stuhl gemacht hier. Oh. Ah, Dizzy musste doch, der hatte doch einen Kackstift sitzen. Richtig, glaube ich. Ah, jetzt sind wir auf einer normalen Map. Ich freue mich so drauf. Aber da sehe ich auch schon wieder so Horrorschlösser im Hintergrund. Wo denn? Nicht? In der Lobby. Kirche, die da gebaut wird, oder? In der Lobby ist so ein Gruselschloss im Hintergrund, oder ist das random? Ach so, ja, nee, ich glaube, das ist noch das letzte. Du siehst den Cup ja da in der Karte. Das ist das letzte, das allerletzte ist das. Nein. Wow. Atmosphäre. Ich hab so Bock auf Sushi, Freunde, ehrlich. Mögt ihr Sushi? Ich mag das Sushi gerne, aber nicht immer. Ja. So wie da. Sushi ist nur für Sieger. Ich hab nur so Fahnen. Oh, Deutschlands Nummer 1 Sushi-Stadt Düsseldorf. Also, das muss man mögen. Echt jetzt? Oh ja, da war ich mal essen in Sushi-Stadt und das war sehr lecker. Ja, Düsseldorf hat den größten japanischen Anteil aller Städte in Deutschland. Oh. Ja, ihr habt doch ein Little Japan, oder wie heißt das? Ja, so halb. Die haben hier so ein paar Straßennamen, japanisch und so. Aber auch koreanisch. Cool, also asiatisch essen kannst du hier sehr gut. Okay, cool. Okay. Gut zu wissen. Das habe ich letztens gerade erst erfahren, warum das überhaupt ist. Achso, ich muss starten, ne? Hallo. Kannst du machen. Du könntest übrigens auch starten. Es geht nicht. So, ich lehne mich jetzt nach vorne, ja? Ich mache jetzt Gamer-Pose. Alles klar, interessiert nach vorne lehnen. Alles gut. So buckelig nach vorne lehnen, das Gamer-Pose. Hey, mal nach hinten. Ich bin eben Zweiter geworden und dann habe ich trotzdem nicht gewonnen. Das ärgert mich. Das ist immer so eine idyllische Musik und dann gleich kommt das Geschrei der Leute dazu. Ihr schreibt jemand in meinem Chat Sushi mit Wasabi. Seid ihr Wasabi-Fan? Ja. Nee. Ja. Furchtbar. Hey, nee, Sushi super. Ohne Wasabi. Ich esse gar kein Sushi. Hey, man muss. Okay, lass uns das Thema nicht. Ich hab's noch nicht gewechselt. Danke, Fischkopf, uns zu sagen, was man bei Sushi muss. Ja, ich sag euch das sehr gerne. Ich könnte mich gerne anrufen auch. Das ist ja total nett von dir auch. Ich rufe mich nicht an.
Po-Axt? Oh das Gott. Ist tatsächlich eine Axt. Oh ja. Oh Gott, was war das denn? Ich wollte gerade hinten schießen. Jo, wurde auch direkt kontraktioniert alles. Ey, 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 gar kein Schuss. Ey, jetzt brenn, ich brenne! Sag mal, könnt ihr mal alle weggehen? Ich bin ganz nach hinten! Ich bin hinten! Ich bin alle! Der Tunnel ist so ja kacke, mega! Ey, oh mein Gott! Wie bin ich denn hier nicht gestorben? Ich komm da nicht. Wirklich, ich mag euch alle nicht! Sag mal, ist man in der Walachei da auf der Wiese eigentlich lang? Sag mal, als auf dem Gemüse? Ja, ist man. Okay. Jo, ausrasten! Das war schlecht gespielt von mir, shit. Mach dir nichts raus. Wer ist da gerade reingefahren? Oh, wie er sich freut auf Gott. Wieder, ey. Minen! Ja! Extra! Extra! Willst du das wirklich? Hören Sie mal auf hier! Nee! Wieso kann ich hier nicht durch? Oh. Oh Ach, hier ist die Abschnitte! Oh, Schweine schon wieder! An der gleichen Stelle! Oh! Was war das schon wieder? Ich klemme mal irgendwie fest. Fertig, du hast es dir verdient. Nee, hab ich tatsächlich einfach gar nicht. Ich bin gegen die Brücke oben geknallt! Nee, Wasser ist hier echt meine Achillesferse. Was ist das? Ach, warum hab ich jetzt Scheiße an meinen... Okay. Das Hiermit möchte ich offiziell announcen, dass ich sauer bin. Freut mich zu hören. Da, auf geht's, auf geht's. Das Wie freut dich. Ich wirklich, ich presse Sachen aus meinem Körper. Pizza delivered. Wenigstens einmal gewonnen an diesem Abend. Das musste sein. Jetzt kann ich mich wieder entspannt nach hinten lehnen. Ey, ey. Oh. Ein Punkt. God bless. God bless. Jetzt gewinne ich zweimal und dann bin ich erst alles gut. Dreimal gewinne ich. Dann ist alles gut. Ich komme im Wasser irgendwie gar nicht klar. Da bounce ja, das passt auch. Echt nicht so hin und her, wie doof. Wenn du einmal aus Versehen zu viel springen drückst, ist es eh vorbei. Ich bin eben auf so einer Welle, die nach oben gegangen ist, und dann bin ich gesprungen und dann bin ich gegen diese Autobahnbrücke, die da oben, sehr weit oben, rübergegangen, geknallt. Oh. Ich bin einfach irgendwann random gegen eine Wand gefahren, weil ich dachte, das ist eine Abkürzung. Das war klasse, bin ich super geworden. Klassische Verlängerung. Das aber war klasse, das ist okay. Wenn man zu gut ist und der IQ zu hoch ist für das Spiel, dann denkt man überdenkt. Richtig. Fühle ich. Wieder diese schöne Musik. Hören aus und Vollgas. Ah, Leute, WSDFGVGZHV folgt mir jetzt. Oh, nice. Mega. Wie passieren solche Namen? Denkt ihr, die Leute hauen einfach... Was sie da für Gummelkram... Die anderen Buchstaben habe ich vergessen. Das wird es wahrscheinlich aber sein, ne? Hier am Anfang sind es auf jeden Fall safe. Skandal. Was sie da für Gummel... Ja. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Weil ich habe keinen Schnellschlag. Ich habe die ganze Zeit. Leute, Alter, wir fetten da so ein Riesenschiff! Fischi! Da habe ich Angst vor! Alter! Plus, ich hab Warum hat der Charakter gerade so gestöhnt? Ja. Warte, warte. Nee, Ara, ich weiß nicht. Oh nee! Ich erkenne einfach gar nichts hier. Ja, einfach fahren! Das ist ganz schön eng, ne? Strecke. Ja. Ich da abkürzen. Hallo? Kannst du nicht einfach hier über die Berge fahren? Oh mein Gott, was ist das? Irgendeine riesen Mega-Explosion? Fertig! Gar kein Stress. Das ist ja nur Dreck hier, also Matsch. Also, das ist ja blöd. Gar kein Stress. Schon wieder kein Item gekriegt. Tschüss. Oh, ich erkenne gerade nicht viel. Nein. Oh, in der Kurve. Schlecht. Schätze ich, jetzt bleib doch mal stehen. Nö. Sonst machen Fehler einfach. Auf gar keinen Fall.
Wieso hupe ich immer? Ach so. Jetzt hat sich überhupt. Oh Gott, was war das? Rakete. Ey, du bist aber zu weit. Kein Icon, ich prangere das an. Sterzig? Oh. Ja. Ich glaube, das ist illegal, so weit vorzufahren. Wer hat mich denn jetzt da abgeschossen? Also, ich habe wirklich nachgefragt und das darf man nicht. Ich mach was ich will. Oh, viel zu spät, viel zu spät. Okay. Alter, ich hab euch so abgezogen. Oh, ist noch mal richtig grad. Ich hoffe, dafür kommst du in die Hölle. Oh, ich hub die ganze Zeit, weil ich so verkrampft drücke. Was drückt man denn an dem Stick? Junge, ich hab euch so abgezogen. Jetzt aber. Nein. Holy shit! Nicole, holy shit! Nicht. Das ist Finish! Oh, oh, komm schon! Nein! Komm schon. Nein. Oh, oh mein Gott! Digga, keine Chance. Also bei der Map muss ich gerade sagen, durchs Ziel. Das Level war ja insane. Keine Chance, hinterher zu kommen. Ich bin gar nicht vorbei. Let's go! Das war stark. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Okay, der Band wird gebannt hier im Chat. Die gute Sache. Schon mal. Tschüssi. Nein, ich hab Chagas einfach durchs Ziel. So, ja, okay, mach ich. Ich dachte aber auch ein Checkpoint vorher ist Schluss. Backstep. Das war so ein bisschen. Oh, von der eigenen Freundin in den Rücken gestochen. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Oh, es war nicht meine Map, muss ich sagen. Es war nicht meine Strecke. Okay, ich bin auf jeden Fall aufgestiegen. Ich finde es manchmal schwer zu erkennen, wo man durchbrettern kann und was ein Solid Object ist, wo man gegenknallt. Ja. Jeder Hooligan gerne im Stadion. Ja, tatsächlich muss man ja sogar durch Sachen durchfahren, um A, sein Auto wieder zu reparieren, also Schaden zu regenerieren, ja, und einen Boost aufzubauen. Das stimmt. Das ist so erstmal so kontraintuitiv. So, was geil. Kurs. Vorsicht beim Überqueren der Kreuzung. Ach schön, ist da ein bisschen RNG mit dabei oder was? Ach, war vorher in den anderen Maps ja gar nicht. Aber die ging ja im gleichen Tempo rauf und runter. Wenn er jetzt einfach so komplett in den Auto. Das stimmt. Du kannst ja auch anhalten in der Kreuzung und schön rechts, links gucken das und dann ich freies machen. Fahren. Das liegt bei dir. Ich kann aber nicht blinken. Ich will kein rechts abbiegen da. Kann man blinken in dem Spiel, fände ich wichtig irgendwie. Ansonsten weiß man okay. Gar nicht. Aber du kannst also für den Boost kannst du so blinkende Sachen machen. Das stimmt. Ja, true. Kann man programmieren, ne? Genau. ja, bauen. Ja, also das kannst du ja beim Bauen kannst du es ja programmieren, wann die leuchten. Ach so, yeah. Kann man die aufs genau. Lenken programmieren, dass man sagt, wenn man nach links lenkt, dann leuchtet das eine, wenn man nach rechts lenkt, das andere? Kann man die aufs das weiß ich nicht. Gewinnen programmieren? Das ist ja wirklich so absurden Scheiß machen. Ja. Das geht doch gar nicht. Großartig. Ich würde ja alle gewinnen. Ich habe auch schon ein bisschen gebaut, es war auf jeden Fall ziemlich fancy, was man da alles machen konnte. Ich war überfordert. So, Freunde, die Pizza ist heiß, sie muss nach Hause und... Auf geht's. Oh. Ey, der Chagas, der steht immer im Weg mit diesem dicken Ding. Sag der Pizzaofenmann oder was? Ja, aber du hast doch so ein Schlachtschiff. Sag mal. Ja, mach du. Heiß. Aua. Also heiß ist gut, aber. Was liegen hier irgendwelche goldenen Kackhaufen auf der Straße? Ich hab die da hingekackt. Sag mal, was explodiert hier eigentlich die ganze Zeit? Wieder. Alles. Es explodiert einfach alles. Hä? Wer sind die Platz 1? Ach da. Hier hab ich was für dich. Oh, verdammt. Oh wow, wer hat mich komplett zerschreddert? Wie hast du dein Item behalten, obwohl ich dich getroffen habe? Das war dann wohl ich. Danke. Ey, gar kein Stress. Dafür bin ich da. Das machst du sehr gut, Dizzy, aber ich würde dir das auch nicht übel nehmen, wenn du ein Fahrfehler. Das machst du, das war scheiße. Das war nicht cool. Oh, da ist nicht mehr viel Auto in meinem Auto. Natürlich. Ach, da ist die Kreuzung, hallo. Ja. Hey, die sieht. Wir sind in Runde 3. Was? Also, wenn du jetzt zuerst über die Kreuzung fährst, ist schon krass. Ja, ich hab's nicht gesehen vorher. Oh. Shit! Hallo? Alter, wir müssen jetzt richtig an der Kreuzung getroffen. Nope, ich bin einfach richtig in Luft geflogen. Alter, das ist nicht dein Ernst jetzt. Das hat mich wieder eine Runde gekostet, toll! What the fuck?
Ey, das. 7 und 6er. Mann, Das Spiel war dann fertig. Oh! Diese Goldkackhaufen da. Ja! Nein, oh mein fucking. Ja. Ey, die Strecke ist wirklich Mist. Boah, war das knapp. Die Strecke ist wirklich Mist, ey. Ja, krass. Das Feuer ist eklig. Oh, so ein Scherz überholt, ey. Ey, gar kein Stress. Boah. Okay? Alter, vier Runden in Führung. Ja, das glaube ich. Fühle ich mit dir. Alter, ihr wollt mich doch verarschen, Alter. Ich habe 4 Runden geführt mit fast einer halben Runde Vorsprung. Ich bin die ganze Zeit eben Zweiter gewesen. Die ganze Zeit. Was war dann dein Downfall? Keine Ahnung, irgendwas. Ich bin dreimal explodiert und stand dreimal auf der Stelle. Vorhin ist mir was Ekliges passiert, da hat mich irgendwas getroffen, da stand mein Auto verkehrt rumgedreht auf einmal. Und da ist dann vorbei, wenn du erstmal wenden musst. Ich glaube, das ist der Geist tatsächlich. Wenn du das reaktivierst, quasi. So ein Mist. Also du kannst den Geist reaktivieren, wenn du in den Gegnern drinnen stehst, dann werden alle quasi zerstört. Ja. Was? Ja. Als Geist in die Gegner und dann nochmal drücken, oder was? Genau. Wusste ich gar nicht, dass das irgendeinen Effekt hat. Ich dachte es einfach nur, dass man selber untreffbar ist oder so. Die Frage ist, warum habe ich euch das jetzt gesagt? Weil du netter Spieler bist. Weil du doch noch einen menschlichen inneren Kern hast. Ein bisschen, ein bisschen. Aber nur ein bisschen, ne? Mäh. Der letzte Rest Menschlichkeit. So, jetzt aber. Ist noch alles drin. Es ist tatsächlich super knapp gerade. Grand Prix Arena. Gerade einer ein Spinnenauto? Spinnen? Oh. Ja. Einer Spinnen gesagt? Leon und Dalu führen. Ah ja, richtig. Da gibt's ja dieses coole Scoreboard. Die Map sieht geil aus. Oder sind wir die vorhin schon in der Test-Session gefahren? Nee. Warte mal, vorletzter? Das kann doch gar nicht sein! Oh, da war er, der Schnellstart! Hä? Warte mal, bist du dabei? Easy? Oh. Ja, ach so. Weil der ist halt stehen geblieben. Ja, mein Gamepad funktioniert nicht. Oh nein. Na gut, dann fahren wir halt mit Tastatur. Oh, es ist unlucky, sorry, Mann. Alles gut. Das. Oh, Wasser, mein R2 drunter. Schon eigentlich Wasser. Hier sind Haie? Ja. Haie, ich bin getroffen. Was? Ich bin einfach tot. Oh, lol, voll falsch in die. Oh, was bin ich denn hier? Oh, ich hab so verkackt. Danke. Oh, shit. Ruhig hier bei mir. Oh, Fischi. Schönes Beat, Alter. Stark gemacht. Muss man dich ja auch mal loben hier. Oh, jetzt geht mein Gameplay wieder. Jetzt ganz entspannt. Der war richtig böse. Also, ich weiß nicht, wer da gerade reingesprungen ist und dieses Blitzding benutzt hat. Du hast, glaube ich, alle getroffen. Tut mir leid. Naja, also, so ist das ja auch gedacht, aber das war smart. Ich habe hier ein paar Grafikfehler, die sieht niemand. Hey, ich hab mich umgedreht. Nein, ich war Zweiter. Alles gut. Oh, Alter. Spiel! Oh, Fischi, alles gut. Ah, fuck. Ich hole dich einfach nur. Oh ja, hallo, fahren wir hier lang. Ich runde 2 von 3. Mhm. Hallo, Sharkes, kannst du mal bitte ein bisschen ruhiger machen? Nee! Ich ist gerade so schön ruhig hier vorne. Kein Lärm, kein Knabber, kein Garn. Du hast zu früh abgeschossen. Wie wär's, wenn du einfach mal alte 4 drückst? Das gibt den Speed nicht. Nee, das wäre unfair. Ja, du hast recht. Ich möchte solche Vorteile nicht. Ist einfach explodiert? Nein. Dieses Stück. Muss wenigstens Dritter werden. Mindestens. Tschüss. Tschüss. Habe ich dich getroffen? Ach komm, Adu, reicht doch! Jetzt sind wir jetzt 4-mal abgeballert! Soll ich aufhören? Sag das doch! Finish! Mann, das gibt's nicht! Oh, wenn die sich hinten alle gegenseitig kloppen und vorne die Ruhe hat, ist voll angenehm. Ja, das ist voll gut. Okay, Dritter. Ja, mega, dadurch bin ich jetzt Hinter.
Also ich fand das viel besser als in irgendein anderes Spiel, was irgendwie gar nicht so ähnlich ist. Ist dem so? Macht für mich auch echt viel Spaß, muss ich sagen. Ich mag die Mechanik mit dem. Ich mag die Mechanik mit dem. Ich war eben auf Toilette, wahrscheinlich habt ihr darüber gesprochen. Die Mechanik mit dem Driften, was einem Boost gibt, das finde ich mega. Ja. Ja, das finde ich lustig. Weil du das einfach ein bisschen jonglieren musst und das finde ich. Mist. Du fährst halt auch verdammt schlecht, Digga, ich war Zweiter! Fuck you! Ja, naja, was soll man machen? Okay. Weiß man, wie schnell die unsere Listen updaten? Na. Gucken wir mal rein. Wie sieht's aus hier? Ach Gott. Wie? Ich bin Platz 2. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, du hast ja zweimal gewonnen. Ja, wie zweimal gewonnen? Ich habe das zweite Ding habe ich komplett verkackt. Ich weiß nicht, wer der Cowboy-Mann ist. Oh. Wie? Ich habe das Hä? Oh Gott. Nee, du hast doch. Ist okay, nehme ich. So, wollen wir mal gucken, was ist denn hier los? Ich bin immer noch vierter punktgleich mit Jen. Hat sie einfach nichts getan? Okay. Das heißt, es ist aber noch alles drin. Lümmel, das bin ich. Geht's direkt weiter, oder wie? Plätze? Ja. Ja, ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Wir machen direkt weiter, ne? Dann gehen wir ganz kurz pinkeln. Warte, lass jemand mal pinkeln und dann. Geh mal pinkeln. Ja. Oh, ich glaube, dass jemand sehr konzentriert, sein Auto zu wechseln. Hattest du vorhin den vierten Cup oder den dritten? Auto wechseln! Ja, mach ich doch gerne, Fischi. Oh, danke sehr. Fischi, hattest du vorhin den vierten oder den dritten Cup gemacht, ganz am Anfang? Ich habe am Anfang den dritten gemacht. Jetzt haben wir den zweiten gespielt, jetzt spielen wir den vierten. Oh Gott! Das wollte ich nicht hören. Moment. Die Frage ist, wollen wir nochmal tauschen? Wir haben zeitmäßig, sind wir halt voll drin. Wir können jetzt halt ganz entspannt noch das mal war tauschen. Gerade, oh, das war gerade, das war gerade, also ja, also wäre nicht Gruppe schlecht, voll, aber die aber Mechanik war leider 10 von 10 nicht für Tauschen geeignet. Ja, also ihr werdet für bleiben. Wir sind ja eine Demokratie. Ich habe zwei Leute gehört, die waren dafür. Ja, ich bin auch dafür. Mir ist egal, von daher passt. Okay, dann tauschen wir. Okay, dann können wir danach noch entscheiden, ob wir noch einen extra Cup fahren, weil zeitmäßig, wie gesagt, sind wir komplett. Ja, das würde ich sehr begrüßen, weil mein Controller ging gerade im letzten Rennen nicht. Ja, das war belastend, das stimmt. Gut, dann sage ich drüben Bescheid. Ihr sucht den Cup schon mal aus und dann könnt ihr starten, wenn ihr ready seid. Ja. Ne? Nice. Ist jetzt der vierte, Leute. Müsste der vierte sein, ja. Ich wähle schon mal aus. So. Was los hier? Abfahrt. Sag mal, wo die Rennfahrer ran. Oh, das ist ein Rallye-Cup. Heißt das, wir sind viel im Matsch unterwegs, oder was? Ja. Und im Boot. Oh Mann, mal gucken, ob das was wird. Map, map. Oh Gott. Es geht los. Wasser, yay. Stop, ein schweres Boot zu haben, ist eine ganz schlechte Idee. Das sieht schon wieder gruselig aus. Ja, schon, wa? Das ist doch geil. Einfach keine Cola trinken, und dann kannst du na ja gut schlafen. Ich hab High Stress. Steaks wegen, verstehst du, wegen so Flock und so. Ha! Mhm. Ja. Den Grillen. Grillabend. Mhm. Ja, nee. Ja. Okay. Okay. So. Wollen wir jetzt gegeneinander kämpfen? Nein. Ja, jetzt ist Krieg, Leute. Ich hab also Krieg. Wir werden alle ganz lieb nebeneinander herfahren, ohne Konversion und so. Ich hab so eine kleine Knutkugel, würde mein Vater sagen. Oh, da wieder der Dick! Oh, ich hatte einen! Fahr doch! Scheiße! Oh mein Gott, der Boost. Ich bin erst. Zweiter, erster! Oh, genieß es kurz! Wie fliege ich so weit? Ganz entspannt. Auch ganz entspannt. Oh, hup, hup, hup! Oh, nee! Nicht! Da muss ich aber! Bitte lassen Sie mich in Frieden. Ja. Schießen, Leute! Was mir wert! Oh, nee, ne? Wer ist denn hinter mir? Ja, wer ist denn der Geist? Wieso ist der Geist direkt weg? Oh, ich hab gerade in den Geist geschossen!
Ja, das hat mir nichts gemacht, weil ich war ein Geist. Ach so. Danke für die Erklärung. Ah, Krokodile, meine anderen Erzfeuer. Ich bin trocken, Alter. Ich bin auch tot. Ich scheiße. Ich scheiße. Hab ich mich erschrocken, Alter. Keine Fresse. Oh, hier musst du drüber springen. Fuck. Die sind noch sehr nah aneinander, alle. Ja, ja, alle, ja, das höre ich nicht gerne. Oh, ich war erst. Was ist das? Der Framerate Kill Move. Oh mein Gott, mein Boden ist kaputt. So, es geht hier bei dir. Habt ihr einen aus einer Abkürzung rausgeschossen hier oder was? Weg! Oder weh? Wie kann man gar nicht driften? Wo kriegt der jetzt hier Boost her? Ach so, da, scheiße. Oh Gott, ist das eine Tür? Geh mal! Oh, Fisch, der muss jetzt warten, ich bin Erster! Ja, ich hab mich bei dir gekillt. Also, geh mal wieder rein. Geh mal! Tschüss! Oh Gott, nein! Oh mein Gott, was geht hier ab? Mann! Hallo, deine Pizza ist da. Hier hab ich die extra bestellt. Ja, Fischi, ich glaub, du musst zur Tür gehen. Ich muss echt zur Tür! Hör mal auf, auf mich zu ballern jetzt hier! Reicht! Okay, ich bin kaputt. Du Scheiße. Daran hab ich ja gar nicht gedacht. Was ist das? Natürlich genau unterm Eisen, damit man auch keins kriegt. Oh. In der Runde, wo ich auch Erster bin, bin ich Letzter. Alles gut. Bin ich alles gut. Oh Gott. Alles gut. Antrieb. Schön. Ah, fall runter! Nein. Hä? Wir alle einfach nicht. Das ist schon mal ein Checkpoint verpasst. Ich hab manchmal das Gefühl, du musst da gar nicht durchfahren. Ich war doch auf der Strecke wieder! Ich hab mich einfach ganz nach hinten gepackt. Nee, gut, dann hast du einen Checkpoint verpasst. Weil ich nicht durch den Checkpoint gefahren bin. Okay. Oh, ist okay, nehmen wir mit. Hat er dich auch falsche Richtung wieder zurückgesetzt? Ja, hat er auch gemacht. Grade. Hatte ich auch. Ey, weil ich durch den Checkpoint nicht gefahren bin. Ja, aber du hast sogar auch gewonnen. Alle Strecken mit diesem Horror-Setting sind halt auch wirklich einfach der Horror. Ich habe das Gefühl, Ado, dass wenn du gestresst bist, weil jemand an der Tür geklingelt hat, dann bist du schneller, damit du zur Tür kannst. Ich war die ganze Zeit Platz 1 und dann ist eine dumme Scheiße passiert und ich war einfach... Du warst überhaupt nicht die ganze Zeit Platz 1. Doch. Ich war die ganze Zeit Platz 1. Scheiß warst du, ich war Platz 1. Ich war Platz 1 als du. Hey. Ey, wirklich alle Strecken, die so ein Horror-Setting haben, ist bei mir immer das gleiche Erlebnis. Mhm. Alter, let's go. 8 Punkte für Shido 10, Mann. Let's go. Wir beide, ey, von Started from the Baden, now we're here. Ne? So. Pizza holen? Was? Wer holt seine Pizza? Fischi, ne? Hat nicht irgendwer gerade mittendrin seine Pizza bekommen? Hat er gewonnen vorhin, oder nicht? Ich hab eben gesagt, er kriegt eine Pizza, aber weiß nicht, was er kriegt. Vielleicht Saurohrbruch oder so. Ich glaube, er hat tatsächlich eine Pizza bestellt, aber ich finde die Vorstellung witzig, wie so ein Pizzalieferant unten 30 oder eine Minute vor der Tür steht, weil Fischkopf noch Lego 2K Racing hier zocken muss. Warte mal, der hat sich eine Pizza mitten in das Turnier reinbestellt. Ich glaube ja. Das ist aber auch das risky. Eine fragwürdige Entscheidung. Ist risky. Ich würde sagen, das ist mutig. Ja. Man könnte auch sagen dumm, aber mutig ist auch mutig. Ja, ich überspringe jetzt mal nicht aus Fairnessgründen, ne? Nee, wir überspringen jetzt. Okay. Fairness ist hier nicht. Was ist denn? Ich habe tatsächlich nicht übersprungen, Arthur, damit wir jetzt erst anfangen. Das ist so nett. Oh, let's go. Da ist er. Endlich ist nicht der Dicke vor allem. Alter, Schank, es ist immer so. Hast du mich gerade fett genannt? Das ist richtig. Oh Gott, oh mein Gott. Mir scheißegal, wie die da vorne treffen. Warte mal, hier ist der Bane! Oh nein, der Bane! Oh mein Gott, der Bane for real! Aber wie alle einem hinterher eiern! Nein! Ja, natürlich! Oh nein, das war so dumm. Oh. Auf hier, jetzt mich zu beballern hier! Wie unfair dieses Spiel ist. Warum denn? Sind doch alle da reingefahren, oder nicht? Ja, nee, ich bin da nicht reingefahren, aber ich bin dann so komisch. Ich sag Sachen. Ich bin dann so komisch. Ich bin dann so. Ich wurde so komisch hochgehoben und dann bin ich so rumgeflogen. Du wurdest hochgehoben.
Ja, ich wurde hochgehoben und dann bin ich rumgeflogen in verschiedene Richtungen. Okay. Wurde hochgehoben, dann bin ich hochgeflogen. Ich bin auch Rapper. Abgehoben ist er. Hallo, ich glaube, das ist das Problem. Die Lines am Droppen. Okay, das Auto ist. Ich bin fast aus der Strecke rausgeboostet. Ja, Alter. Ui! Das war. Okay, random Explosion. Cool. Kann man machen. Muss nicht. Alter, ihr seid. Was passiert? Wieso explodiere ich die ganze Zeit random? Ach, Minen! Hier liegen. Einfach liegen so Minen und diese komischen Portaldinger. Von Platz 1 auf Platz 8, weil wieder random Explosionen sind. Okay. Ach komm. Du warst noch nie auf Platz 1. Warum dreh ich mich? Mist. Oh nein. Aua, ja. Wow. Schenk mir deine Liebe. Alles rein, was es gibt. No escape from reality. Oh, diese Kombine. Open your eyes. Look up to the sky. Oh, oh. Oh, kannst den Text gar nicht. Ja, ich weiß. Boah, ich bin schon wieder in der Mine rein, ne? Aua. Let's Aua. Go. Aus dem Weg! Lass mich doch das eine benutzen und schieß mich nicht von Mine zu Mine! Yeah! Auf geht's. Dritter, ist okay. Mann, ist okay. Rusty ist okay. Nuggets okay. Werden an mir vorbei. Dritter ist okay. Der Rust! Oh. Ey, erster und dann siebter, ne? Toll. Na. Aber, also, schmeckt die Pizza denn? Gibt's Pizza. Was hast du denn für eine Pizza? Beschreib mal. Ich hab keine Pizza bestellt. Was hast du bestellt? Aber hast du schon aufgegessen jetzt, oder? Ja, die ist schon weg. Okay. Und was isst du jetzt? Ich hab ein paar Snacks vorbereitet. Oh. Du hast Snacks bestellt. Also, du hast gekocht? Ja. Das heißt, du hast nicht mal grundlegende Nahrung bestellt, sondern du hast einfach Snacks bestellt jetzt. Nein, es war auch wichtiges Zeug, was ich noch brauche. Aber ich habe irgendwie nicht darüber nachgedacht, dass es. Also da waren auch Snacks dabei und die sind auch sehr wichtig für jetzt gerade gleich. Was hast du denn bestellt für Snacks? Das sag ich nicht. Warum nicht? Ich hole die jetzt, aber ich sag's nicht. Okay. Okay, cool. Dann beiß mal rein und lass uns hören und wir raten, was es ist. Ist es Hummus? Das ist doch kein Snack. Was ist denn Hummus für ein Snack, Junge? Was? Hummus? Was? Hummus ist doch lecker. Nee, alles. Ja, ja, Hummus ist wirklich lecker. Ich habe damit eine sehr wunderbare Vergangenheit. Mm. Okay, cool. Wie innig was? Sehr innig. Aber also, wie isst man den Hummus als Snack? Also Hände rein und dann Brot? Ablecken? Mit einfach lecker. Brot. Ja, mit Brot, ja. Ah. Schön Hummus. Ist gesund? Natürlich gesund. Was noch mal drin? Kichererbsen? Ja. Ja. Wodka. So, ja, wollen wir? Los geht's. Wow, wie ich fast nicht rechtzeitig hier gewesen wäre. Hast du deinen Hummus geholt? Mein Hummus, ja. Alter, Schalke, ich glaube, du hast durch deinen Riesen. Teil, ja? Hast du, glaube ich, drei Booster genommen gerade eben, Alter. Mein Riesenteil, ja. Das ja. Was hat er denn für ein Riesenteil? Das verstehe ich gar nicht. Guck's dir doch an, ey. Upp. Was ist denn hier los? Nein. Kann mir mal jemand sagen, was da gerade passiert ist? Oh, diese scheiß Spinne, ne? Mann. Ufos. Boah, ich bin der Rakete ausgewichen, ich bin so krass. Mega, oh. Ey, ich bin so stolz auf dich. Nein, ich bin in die Mine reingefahren, das ist scheiße. Nein! Ja, das hat ja gerade gar nichts gemacht, da, die Rakete, dem ersten Platz. Ja, du hast mir eigentlich so ein Bällekön reingedrückt, aber das habe ich auch nicht verstanden. Ich bin auch nicht ausgewichen oder so. Ich bin eine Spinne! Bist du überhaupt nicht? Was für ein Mensch, oh Gott! Oh, die Mine. Mist. Oh, was war das für eine Abkürzung? Die war ja nice. Das ist ja so weird gerade. Das ist eine sehr komische Strecke für mich. Alles ist hier gerade so komisch. Leute, bist du da finish? LOL. Was?
Oh Chris, ich hab dir noch reingeschossen ins Ziel. Ey, das war's schon? Hast du sehr gut gemacht. War schon. Ja, ich hab mit dem Scheißding einfach rein ins Ziel geschossen. Nein. Oh no. Oh mein Gott. Rusty Nehmer. Nuggets ist Vierter, let's go. Oh. Geh gern, Rusty Nuggets. Oh, Chris, ey. 20 Punkte, ey. Okay. Furchtbar. Furchtbar. Oh, verdammt. Wer war vor mir? War der 40. Boah, aber wir sind alle sehr alt zusammen. Ja, dass das so eine Prozentstrecke war, habe ich natürlich vollkommen mitbekommen. Ich habe mich auch gewundert, ey. Ich auch, ich habe mich noch einen Arsch gefreut, geil, endlich Chris zerwichst und dann auch scheiße mit der Schuhe. Huch. Das stimmt. Okay, Chat, was ist passiert? Ich habe tatsächlich gerade nicht den Chat. Oh mein Gott, wir haben 100 Subs von Lady Panda bekommen. Vielen Dank. Tut mir leid, dass ich das übersehen habe. Das ist krass viel. Vielen Dank. Und die Pandas sind immer super. 100 Subs verpasst. Das ist der einzige Shame-Moment, den ich mir heute Abend zuzuschreiben habe. Da ist auch schon wieder... Max, ich glaube, du hast... Oh Gott. Du weißt schon wieder... Das ist so mit dieser Albtraum-Grafik, ne? Ja. Dankeschön. Das habe ich gespielt. Ach, ich auch. Hat Spaß gemacht. Du bist doch voll Psycho. Ja, übel. Ich kann das... Ich habe das ein bisschen zu lange gespielt. Kann ich nicht verarbeiten. Ich habe Bugsnacks, habe ich zwei Videos drüber gemacht und dann einen 6-Stunden Livestream, wo ich es durchgespielt habe. 6 Stunden. Ja, ich wusste ja richtig, was für dein Geld. Ja. Ich hatte richtig viel Spaß an dem Tag. Glaube ich. Alter. Ja, Dizzy! Was war das denn? Nicht schießen! Oh. Ey, das kann ja hier überall Donuts in der Luft. Let's go, lecker. Aua. Rusty Nuggets ist wieder richtig strong hier. Mein Auge ist hier nicht mehr. Ich bin Achter. Nein. Ah. Hey. Nein. Bin ich an der Checkpoint vorbei, oder? Nee. Nein. Oh mein Gott, ich dachte, das wäre eine Wand. Er hat mich da gerade eben aus dem Leben gekickt. Ich war das. Du Arsch. Hey, gar kein Stress, gerne. Dafür bin ich da. Das ist ja schön. Oh, die nehme ich auch noch mit, ja. Ich nehme die Rakete einfach für diese Runde einfach alle. Das war so scheiße. Schieß sie gerne in mein Gesicht. Nimm das, okay. Rusty Nuggets. Hey, Boot, was soll denn jetzt? Was machst du da für Sachen? Was mache Sachen? Och, bei mir ist alles klar und bei dir? Hä? Oh, Rusty Nuggets hat mich gekillt. Das ist so dumm. Warum haben wir denn so eine dumme Kack-NPCs dabei? Was ist das mit den Enten? Oh ja, Sterzig. Och, komm schon. Was soll denn das? Jetzt bin ich kaputt gegangen. Von 1 auf 6. Gar kein Problem. Ich habe Performance-Einbrüche. Hallo. Kauf dir mal einen vernünftigen Rechner. Wow. PC.shop. Gerne. Ach, oder? Oh Gott. Die Donuts. Ich hab Donuts aus der Art. Da kann man unten lang. Ja. Oh. Und das war's wieder. Ey, die Rakete. Die Rakete hast von mich noch getötet, du Arsch. Der Rakete hat mich komplett gefickt. Das war legendär. Kann nicht sein, dass ein Item so viel kaputt macht. Oh. Ey, ich bin gegen eine Wand gegen und dann in die falsche Richtung und du kriegst die Autos absolut nicht umgedreht. Alter, Rusty Nuggets hat mich fast eingeholt. Guck mal. 700. Nee, 7/10. Sorry. Nee, warte mal, hä? 100. Sorry. Ich bin halt wieder an der Kante hängen geblieben und einfach mal da 2-3 Sekunden besser. Von 1 auf 3. Ja, GZ Sterzig, du hast dir das verdient. Wie? Nicht. Nee, ich bin, glaube ich, nicht Erster, ich bin, oder? Ich bin Erster, glaube ich. Ne? Ja, ich weiß nicht, wer Erster ist. Die Tabelle macht doch gerade überhaupt keinen Sinn, oder? Ich glaube, die ist nicht ordentlich aktualisiert. Die ist nicht aktualisiert, ja. Nee, oder die ist nur dieser Cup gerade. Ich glaube, die warten, bis der Cup durch ist, kann das sein. Ah, das kann gut sein. Genau, wir machen jeden Cup einzeln. Also jetzt sind wir gerade im vierten Cup. Und am Ende gibt's noch mal eine Übersicht dann. Okay. Das stimmt, guck mal. Dalu hat einfach 3 Matches in Reihenfolge gewonnen. Ja, scheint so. Das stimmt natürlich, mehr war doch einfach nicht. Das ist krass. Aber es macht Spaß. Das Spiel weckt Emotionen. Ja, Ausrufezeichen Lego 2K Drive. Kommt ihr da hin?
mal euer A gefunden hier, Fischi und Dizzy. Wieso A? Hä? Na, ihr habt auf einmal ein dickes A stehen. Na, weil wir wahrscheinlich viel mitgefahren A, sind. A, C, aber das könnte eine Anzeige wach sein, weil wenn es wirklich so ist, dass Dalu meinte, du hast dann mit höheren Klassen mehr freie Slots, hast du ja nicht mit A gar keinen. Hä? Ich finde das auch gerade seltsam. Ja, weil eigentlich sieht man ja, C hat ein Slot, B hat zwei Slots und dann müsste ja A drei haben. Ja. Hm, das Alter. Ist irgendwie fishy hier, euer komisches Fake-A. Dalu von AliExpress vier. Habt ihr das. Dalu hat alle vier gewonnen. Ja, wer hätte denn mal Dalu gezweifelt? Ich denke auch, es ist ein Bug, die Darstellung. Ja, ja, ich glaube, das ist fehlerhaft, ja. So, jetzt was fahren wir denn jetzt? Wir warten kurz, glaube ich. Ah, ja. Ich glaube, es gibt nochmal einen Wechsel oder so. Ah, ja. Ich liebe es. I'm loving it. Nee, die Tabelle macht gar keinen Sinn. Nee, ich glaube noch nicht. Ich habe auch eben kurz mal reingeguckt. Ja, sehr, sehr viele haben. Da müssen die. Okay, Chat. Also, ich gehe mal davon aus, wir haben jetzt so eine für euch so eine kleine Pipi-Pausenphase, weil das wird wieder ewig dauern. Wir haben jetzt die Lobbys so weit getauscht, das könnte schnell gehen. Aber wir warten jetzt, bis die anderen durch sind und wir die Teams nochmal würfeln, also die Gegner nochmal würfeln können, um dann nochmal alle in eine Lobby zu joinen, um dann nochmal Rennen zu fahren. Also es können jetzt so ein, zwei Minütchen werden. Weiß gar nicht, wie weit sind die anderen? Was ich zu Release spiele? Zauberer. Rarara. Ja, ich glaube, ich bin gemutet. Ja, das schaffst du locker, bestimmt. Also, wenn ich jetzt auf zum Beispiel Sandstein Cup drücke, dann kann ich nur die Klasse wählen. Ja. Und dann war's das. Hallo. Hallo. Guten Tag. Sechst, ja. Wurde gerade gefahren, den vierten? Ja. Okay. Ja, hat mich noch ein bisschen verwirrt, weil die Reihenfolge der Maps irgendwie unterschiedlich war. Jetzt ist die Frage, wie ist bei euch die Stimmung? Habt ihr Lust auf noch eine Bonusrunde, noch einen Bonus Cup? Ja. Ja, klar. Ja. Ja. Bisschen zocken. Und dann die Frage, wollen wir nochmal versuchen zu würfeln oder lassen wir das? Ich würde sagen, wir können nochmal würfeln, oder? Einmal würfeln wir machen. Komm, ja. Okay, einmal würfeln. Ja, jetzt ist bei manchen sowieso so ein bisschen Pipi-Pause. Wir haben uns irgendwie alle schon mal gehabt. Okay, sag ich unten Bescheid. Cool. Unten. Das heißt, wir sind die Entscheider. Oben. Ja, wir sind die Oberen, die Entscheider. Wir sind Team 1. Die oberen Etage, die das irgendwie. Eins kommt vor zwei, weißt du, ich meine. Wow. Ja, ne? Hm. Oh, ich müde mich ich weiß mal halt, wie es heute. Wie geht's euch eigentlich, Chat? Das ist eine sehr liebe Frage, Liana. Was ist heute für ein Tag? Mittwoch. War morgen noch und dann ist ja wieder Wochenende. Also zumindest Freitag, ja, ist wieder langer Stream. Da gibt es noch ein bisschen Planungsschwierigkeiten. Jonathan wird anfangen, das steht fest. Ob ich danach Zweiter sein kann, hat aus privaten Gründen, kann ich das noch nicht planen. Ich hoffe es aber auf jeden Fall. Und die nächsten Slots stehen dann auch wieder fest. Mir geht's echt sehr gut. Letzte Woche war ein bisschen stressig. Aber das ist in absehbarer Zeit geklärt. Hoffe ich. Haben die andere Brille? Heute, ich wechsle die Brille alle durch. Ich habe die andere hier liegen. Hab da irgendwie, weiß ich nicht. Spielt jetzt zusammen Diablo oder jeder für sich? Ja, wir versuchen natürlich zusammen zu spielen. Das Problem ist, also ich habe, wenn alles funktioniert und ich zu Hause bin und alles, habe ich eigentlich nicht vor, um nachts um 1 anzufangen. Denn ich finde das taktisch nicht klug. Die Wahrscheinlichkeit, dass alles kaputt ist, ist am höchsten. Und wenn ich um 1 Uhr anfange, gehe ich dann um 4 Uhr ins Bett und stehe dann irgendwie um 10 Uhr wieder auf. Und da kann ich lieber um 6 Uhr aufstehen, den ganzen Tag durchmachen und dann geht das hoffentlich besser. Ich muss mal zuhören hier übrigens. Wunderbar. Chris. Jo, hallo. Tschüss. Nee, nur Dalu und Mina ausgetauscht, ne? Tschüss. Dalu und Mina, ja. Ah, ihr habt schon gewürfelt, oh mein Gott. Chat, unsere Lobby.
ist Mina, Chagas, Fischkorb, Sterzig und Dalu. Wir sind Team 1. Ja, cool, da kann ich ja hier bleiben. Ich hab's wirklich gar nicht gut. Oh, hallo, Team 1. Hallo, Dalu. Dass wir doch mal aufeinander stoßen. Willkommen bei den Oberen. Ich Mina? Möchte gegen Dalu stoßen. Ja. Kannst du Sterzig nachjoinen? Im Moment, wer geht jetzt in wessen Lobby? Ja, ich kann sowohl Dalu als auch... Ja, die klären das. Ja, durchmachen finde ich auch nicht smart. Weil du dann am Wochenende müde sein wirst. Und am Wochenende kann man halt definitiv zocken. Also, ne? In 48 Stunden wirst du nicht durchmachen. Der, nimm mal nicht, also Fischkopf, nimm mal den ganz rechts. Das sind ja einfach vier random Strecken. Oh. Ja, genau, ja. Was heißt ja, random? Ja. Achso, das sind random Strecken. Ardu hat immer gesagt, er hat seine Lieblingsstrecken ausgesucht. Seid ihr etwa schon alle bereit, oder was? Ja, nee, ich guck nochmal. Haben wir noch ein Auto, weil ich noch nicht gefahren bin? Ja, wir haben bestimmt noch ein Auto, weil ich noch nicht gefahren bin. Let's go, guys. Rafmobil? Oh, das sieht doch schön aus. Hey, hattet ihr bei euch, wollt ihr nicht unterbrechen, hattet ihr bei euch auch den Bug, dass ihr dann einfach ein Rennen nicht mehr beenden konntet? Also ihr wurdet neu gespawnt und egal was ihr gemacht habt, das Spiel hat euch immer wieder zurückgesetzt. Nein. Das hat uns echt einige Rennen gekostet. Ich habe ja wirklich einmal DNF. Wir hatten einige Bug-Probleme. Wir hatten einmal nur, dass dieses Controller nicht ging. Aber sonst ist im Game, wenn wir im Rennen waren, alles gut gewesen. Nee, das ist, du wurdest abgeschossen, das Spiel setzt sich zurück auf die Strecke, falsch rum. Und egal in welche Richtung du fährst, das Spiel setzt sich immer wieder zurück. Du musst warten, bis die Zeit abgelaufen ist. Dieses Falschrum hatte ich aber auch mehrfach. Dass du einfach von irgendwas getroffen wirst und stehst falsch rum und dann ist RIP. Könnt ihr noch ganz kurz warten? Ich sag euch gleich Bescheid für den Start. Ja. Okay, geht los. Ja, geht's. Ja, okay. Ich wollte nur stolz erzählen, Dalu, ich bin zweimal Erster geworden und zweimal Allerletzter. Ich bin total im Gleichgewicht. Das habe ich gesehen. Wir haben euren Score ja gesehen. Fischi auch. Ein Rennen gewonnen und danach Letzter. Danach Letzter. Nee, Siebter nur. Ach, haben die das mal aktualisiert? Stimmt. Nee, das allgemeine Scoreboard leider nicht. Ich habe heute zwei Rennen gewonnen. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Stimmt, das All-Over kommt am Ende nur. Entschuldige, dass ich hier so reinrede. Ja, das ist mir egal. Ich hab absolut keine Ahnung, wie es steht. Ja, also, das Scoreboard ist auch sehr wild durcheinander. Also, wir wissen, dass du Erster bist, Dalu. Sonst bist du gar bin nicht. Ich mir von den Punkten bei Angelo aber auch nicht sicher. Wer ist überrascht? So ein Quatsch. Hast du nicht alle gewonnen, Dalu? In dem jetzt, in Cup 4. Ich war davor einmal DNF. Ich hab null Punkte bekommen. Ach so, ich dachte, das ist ja, aber nur weil du den Bug hattest, aber das war ja kein. Achso, Fischi, wechselst du noch auf Random Cup oder ist das bei mir nur Anzeigefehler? Ich hab schon Random. Oh, bei mir steht Sandstein-Weißenschaft. Ja, aber das stimmt ja nicht, weil ich das vorgewählt habe. Wenn ich jetzt gleich die Klasse wähle. Ja, klar, du bist ja noch nicht ready. Stimmt, du hast recht. Steht 3-1 für mich. Bist fertig? Alles fertig. Wir warten hier auf. Ach so, stimmt ja. Wir Gork hat aber auch fertig. Ich habe so Angst um mein Leben. Let's go! Um dein Leben? Die war neues! Meine Albtraumstrecke, ich hasse sie. Das Ding hat gerade mich zweimal ein Krokodil gefressen. Ich bin zweimal hintereinander in ein Krokodil rein. Das ist die, wo ich rückwärts gefahren bin. Wampus! Guckt euch den Piranha an vorne, der ist ja mega geil. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich träume. Gott sei Dank war ich nicht mehr mit Leon. Was war Leon, ne? Nee, die waren die ganze Zeit Kopf an Kopf rennen. Die haben sich richtig gemessen. Wir haben das gesehen. Ihr battelt. Über die Points. Pointies. So. Wildes Intro, sehr gruselig. Da oben Häuser drin, aber... Deko. So, ich werde wieder hoffnungslos Letzter. Das ist schon besetzt von mir der Platz. Sorry. Ich bin ganz unten, dann kommen die NPCs und dann kommst du. Oh nein, jetzt habe ich den Start verpasst, ihr Schweine. Verdammt. Ey, du nennst mich Spitzkopf. Alter, jetzt ja jemand. Die beiden haben ja. Guy Number One ist ja. Wow. Ist der beeindruckende Name. So, let's go. Ja, Moment, das ist einfach von der aus der Professor Story. Von Fusion! Ja, ist einfach Guy Number One, ich lieb's. Oh, dieses Auto ist so langsam. Jo. Ja, aber das ist ja jetzt auch der Dreckauto. Das ist nicht das, weil ich hier... Ach, natürlich. Natürlich. Ach, wisst ihr was? Ich brauch gar nicht aufholen oder ähnliches. Alles gut. Oh! Mein Boot ist hier völlig RIP. Explosionen! Oh, ich war so gut. Hey, wo kam das denn jetzt her? Was? Hä? Meine Nase juckt! Was mach ich jetzt? Bin ich jetzt Achter? Nein! Ich war gegen was? Und ich komme auch nicht mehr raus! Oh. Ich bin Achter und sehe niemanden mehr. Warum? Wäre das falsch rum? Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Okay. Ich will noch mit an.
hör doch auf, bitte, alles bitte. Alles gut. Ich verstehe es nicht. Ey, ich hätte gedacht, das ist schon mal gerade. Findet ihr auch, dass dieses wie aus Roblox klingt? Was denn? Klingt wie? Bist du schon durch? Ich bin jetzt gleich Runde 3. Wo ist der Boy? Ich sehe ihn einfach nicht. Aua, aua. No, don't do it. Fake. Ich verstehe nicht, was hier gerade passiert ist. Ich sehe wieder andere Spieler. Cool. Ey, nice. Ey, herzlich willkommen zurück unter den lebenden Digi. Chris, sag mal, wenn du Runde 3 bist, bitte. Sterzo. Nein! Jetzt! Dann bin ich gute 12 Sekunden gerade vor dir. Was? Dalu, wie? Ja, wobei ich mal sagen, geil. Ich kenne die Abkürzung. Also eine kenne ich, aber den Rest nicht. Dann ist einfach ein richtiger Gamer. Ich bin völlig zufrieden gerade mit dem, was hier los ist. Fehler, nicht gut. Ich hasse das so sehr. Da oben kann man zum Beispiel dieses Telefon nach vorne Item nehmen, das würde ich... Oh nein, falscher Knopf. Was ne letzte Runde. Was war das? Da war nix. Solide. Durchziehen! Was war das? Okay, Vierter. Ist okay. Die Rakete hat nichts an dir gemacht, warum nicht? Alter. Bist du gesprungen oder was? Krieg ich schon so einen Loser-Countdown? Ist die Rakete da vorne? Immerhin haben wir die NPCs hinter uns gelassen. Das ist nicht immer gegeben. Das Selbstbewusstsein war da sehr wichtig. Die Strecke ist so geil. Also die Strecke finde ich auch sehr gut. So gut. Die auch cool. Was ist? Guy Number One ist wirklich ein toller Name. Guy Number One ist stell vor. Hey, wie heißt ja, das du? Ist der Hauptbösewicht, kann an einem Rennen nicht antreten und schickt seinen besten Fahrer. Er weiß aber nicht, wie der heißt. Lol. Das ist Guy Number One. Iconic, Alter. Ich habe so ein bisschen die Story gespielt und der Humor ist schon funny, auf jeden Fall. Guy Number One. Na gut. Ja gut. Ich kann mich noch an Lego City Undercover erinnern, das war auch lustig. Ey, das ist wirklich Rare Occasion, dass ich da oben bin, auf der 3. Ich arbeite auch mich noch nach 3. unten, keine Sorge, das ist ein Versprechen. Ey, gar kein Stress, gerne. Danke. Ah, random heißt, jetzt können auch alle, also nochmal Spukmax kommen, oder? Aber jetzt kommt erstmal. Oh, nicht der Luna schon wieder. Oh, geil. Nein, das ist der Luna. Ja, wenn Dalu sagt, die Map ist geil, dann ist es schon vorbei. Dann ist die richtig kacke. Hat er bei der eben auch gesagt, also zählt das gar nicht mehr. Die andere war gut. Oh, die andere war gut, die ist auch geil. Was war das denn, das Geräusch? Was war das denn gerade? Das war der Donut, Mann. Ich bin gerade eingebildet, I guess. Vielleicht habe ich mit meiner Flasche ein Geräusch gemacht. Nee, ich habe irgend so ein Dilling gehört, aber vielleicht ist irgendeine Website bei mir offen oder keine Ahnung was. Hat es geklingelt? Oh. Eigentlich nicht. Snacks, mach schnell auf! Hör auf, mich zu sabotieren. Das ist ein Weg. Oh, da ist der Livestream. Oh. Das macht ja, schon das Schiff ist wieder da. Oh, ich hab's okay, da hat nichts gemacht. Nicht mich umdrehen! Das war nicht, wie ich wollte. Natürlich. Nein. Ich wurde abgeschossen und mein Auto steht falsch rum. Was war das? Okay, ich wurde schon wieder random rumgedreht. Ja, das habe ich aber auch gehabt gerade. Ist mir auch passiert jetzt. Ja, ich bin raus. Ausgewichen! Professor Fusion, wie hast du das gemacht? Sag nein! Aua. Hä? Wieso? Das wollte ich nicht. Das war tatsächlich nicht gewollt. Das war auch nicht gewollt, dass sie sich zweimal runtergefallen ist. Let's go. Astreine Performance. An der Stelle? Performance? Kleiner Bunny Hop? Aua, ich habe große Schmerzen. Aua, siehst du weh? Das war schlecht.
Oh, das ist teuer. Boost, Speed Boost, Speed Boost, Mama. Dado, fährst du eigentlich mit deinem Survival-Kram? Nee. Warum? Was für ein Survival-Kram? Ich hab mir ein Survival-Auto. Hast du auf mich draufgeschmissen? Eigentlich und ich weiß nicht wieso. Wieso nicht? Nee, sag ich noch vor Guy Number One, ist das ein Win für mich. Ich hab das Shelter, glaube ich, nicht freigegeben. Ich bin hinter Guy Number One. So ein Mist! Das ich sehe auch so da schön, hinten am Horizont wieder eine Lerne. Aber dann ist auch noch hier. Komm schon! Ich nicht mehr. Was? Wie? Oh. Wieso treffe ich nie dieses Schiff? Es ist unfassbar. Das ist eben bei dir auch passiert. Das ist wieder so ein gutes Live-Auto von Chuggis, finde ich saugeil. Das ist so schön. Mega. Vor allem, es leuchtet halt wieder Gas, weil es steht da nur live, wenn es irgendwo dunkel ist. Nee, das leuchtet tatsächlich immer. Ich finde es so unfassbar. So ein Mist, ey. Die haben sehr eingeschränkt, diese programmierbaren Steine. Du bist gerade ernsthaft nur durch Springen vor mich gekommen. Lol. Alter. Du bist 5000. Da hätte ich mal weniger Zeit mit Bauen verbracht, mehr Zeit mit Fahren. Ja, natürlich. Krass. Alter. Was ist das für ein Geräusch, der ich da durch? USB? Irgendeiner ist noch nicht ready. Nee, das habe ich mir auf irgendeiner Website. Aber wir sollen noch den, wir lassen es immer länger laufen. Warum denn? Mute den Tab jetzt einfach. Keiner kackern muss? Mich? Das ist, damit die anderen die Punkte richtig sehen, schnell genug und alles. Professor Fusion 0. Ich nehme an, das ist hier für irgendwie. Oh, wir führen. Ah, ne, wir sind beide auf Platz 2. Geil Number One, aber auch wieder 2 Punkte gemacht. Also wir führen, Arthur. Pff. Ist die Wette. Ja. Ah, okay, good to know. Immortal Coil. Die wird auch auf meinen Namen ist das die ganz krasse? Hattet ihr die nicht gespielt? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, die haben nicht gespielt. Aber das klingt wieder so nach. Eigentlich müssten wir alle gespielt haben, aber ich sag einfach, haben wir nicht gespielt. Die kenne ich nicht, nee, die kenne ich nicht. Ich glaube, das ist die, wo ich den Bug hatte, glaube ich. Chat, haben wir die gespielt? Aber oh nee, das ist diese 100% Drift-Strecke. Die ist richtig schnell. Ich finde die furchtbar. Das ist diese ganz schnelle Tamina, die wir nachher so gefeiert haben. Juhu, ich freue mich so. Mit wir meinst du halt Leon und dich und niemand sonst im Rest der Lobby. Wir haben die gefeiert. Ach, die allgemein. Das ist eine geile Strecke. Ich bin komplett im Ich schieße mal auf den ersten. Nein. Ja, Rakete, Spinne. Was bin ich? Ich bin hier im Klo. Oh mein Gott. Das L bei dir war weg. Du bist Eif. Ach so. Ja, das. Ich bin auch manchmal Liv. Ich gebe mir mein Bestes. Hauptsache, das ist geil, Number One vor mir. Die reine Driftstrecke, komm, die ist schon geil. Nee. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Digga, wie fährt dieses Auto? Links! Oh mein Gott. Was passiert hier? Wieso man. Oh, dieses. Oh. Alter, was passiert hier? Ein Flashback nach dem anderen habe ich hier. Das war die Flugstrecke mit, obwohl der Sumpf auch geil ist. So. 3 von 5? Oh mein Gott. 5 Runden so. Ja. 4 von 5. Das ist Baby Park of Crack einfach gefühlt. So. Oh, es lief so gut. Ja, ey, mega. Oh Gott. Aber wer ist denn da? Ich hab noch nie einen überrundet. Oh nein, warum? Ich hab noch nie einen überrundet. Das ist immer das erste Mal. Ja, da vorne fährt wer. Was ist denn das für eine Geil Number One? Ich hab ihn abgeschossen, was immer der letzte ist. Geil Number One ist der letzte. Aua. Nicht mehr lange. Aua. Ich bin letzter, Geil Number One. Fischi, aus dem Weg bitte. Oh nein. Ich bin, oh mein Gott, hier sind alle. Raus. Ich hab den. Ey, ich bin doch schon letzter, warum schießt du doch auf mich? Ich glaube, weil das kann tatsächlich verschieben. Ja, du mit dem Auto, was ist denn? Jetzt wartet er! Ah ne, der ist schon durch. Ich dachte, er macht doch Disrespect. Und steht ich kann nicht weitermachen. Dieses Vögelchen. Gut. So, zweiter hinter Dalu zählt das erste. Mein Gott!
Alter. Also ich kann, im Auto ist das nicht für diese Strecke hier gedacht. Alter, ist das eine stressige Strecke. Die ist doch super cool. Ich bin jetzt nur mit der Handbremse um die Kurven geballert, gar nicht mit dem richtigen Griff. Warum hab ich damit am Arsch? Mein Gott, ey. Ey, ich war noch nie so richtig, schlecht in meinem Leben. Richtig, richtig. Meine ganze Hand tut weh, muss ich sagen. Mittlerweile. Wow. Wow. Oh Gott. So. So, eine noch. Das war schlimm. Das war richtig, richtig schlimm. Ach, Quatsch. Ich muss aber, also, ne, unabhängig jetzt davon, ich muss echt sagen, die Geschwindigkeit in dem Spiel kommt aber gut rüber. Viele Fahrmeister, finde ich, sind zu langsam. Ich habe auch immer das Gefühl, trotzdem ist man immer sehr nah aneinander, zumindest im Mittelfeld. Und niemand fällt eigentlich immer richtig weit zurück, habe ich den Eindruck. Okay, dann würde ich sagen, wir machen einfach weiter. Bestätigen. Das ist der Beweis, dass du noch nicht. Du hast dann immer richtig umgedreht, ja. Du warst noch nie so richtig letzter. Du hast noch nie Dreck gefressen. Bin ich vielleicht zu gut. Naja. Wir müssen Sterzig über Dreck fressen lassen. Ja, im echten Leben. Okay, ja. wow. Ich bring mal ein bisschen Dreck mit aus Friedrichshain nach Spandau. Der Friedrichshainer Dreck ist ganz besonders. Ganz besonderer Dreck. Ich lasse dich nie wieder ins Office rein. Hund hat Kacke drin. Ich bin nett. Und Schnee. Nee. Und Schnee. Warte mal, weil es hier so hoch ist? Naja. Die finde ich schrecklich. Die kenne ich gar nicht. Die finde ich so schrecklich. Die finde ich schrecklich. Die ist relativ kurz. Also die hat auch viele Runden, glaube ich. 5. Aber die hat ein richtig fieses Ende. Und jetzt ist das ist die Tornado-Map. Die hatten wir noch gar nicht heute. Nee. Digga, was? Wow. Da du kennst ja schon die Wie können wir denn eine Map nicht haben, wenn wir alle Cups gespielt haben? Nee, es gibt 21 Strecken, aber es gibt ja nur 4 Cups, 4 Strecken. Das heißt, 5 fehlen, das ist eine davon. Ja, stimmt. Abkaufs. Ja, da ist er. Also bisher ist mir aufgefallen, es gibt zu viele Strecken, wo du immer nur dieses Quad-Auto für den Dreck fährst. Das finde ich nicht geil. Ich bin im Arsch. Ich auch. Und ich musste noch eine Stunde weiterfahren. Aber was war? Ich bin auch ewig rumgekullert. Ja, das hatte ich auch. Was ist das? Warum ist das? Oh mein Gott, hier ist man. Deutsche Mumu Farm einfach. Ja. Mumu Meadows. Oh, jetzt komme ich nicht. Das ist keine gute Strecke. Mein Spiel ist gecrashed. Oder Schmerz. Nein. Ich fasse es nicht. Wir schreiben dir Vierter auf. Ich bin Erster gewesen. Okay, wir schreiben dir Erster auf. Ohne Fehlermeldung. Mein Spiel ist einfach weg. Schon wieder streng dich ab. Er war Erster und drückt Alt F4. Nur für den Moment. Oh, wie und? Wie als ob, Tamina? Was? Ich bin komplett auf Autopilot und ich merke gar nichts mehr. Das ist wirklich traurig. Jetzt sitze ich hier. Das ist wirklich traurig. 5 von 7, Alter. Nein. Und hallo! Sorry. Und cool. Ist besser als ich. Warte, ich fand das ziemlich witzig. Ich häng fest, die Rakete, die man abschießt, geht halt wieder in den Boden, Alter. Oh, diese Minen, diese Minen. Und dann wird man falsch zurückgesetzt. Wie können wir beide Erster sein? Bei mir steht auch Erster. Nein, das ist 7 bei dir. Ich nehm das. Mein Ernst, feind die Mine. Bei mir steht aber auch mal noch Erster. Ja, auch. Ich bin immer noch Erster. Okay. Geil, Number One jetzt ist persönlich. Vielleicht versteht sich deswegen er. Die Spinne! Wo kam die her? Alter, was war das denn? Wieso ist diese Mine? Ich bin so traurig. Das verstehe ich sehr gut. Aber dann müssen wir alle gemeinsam durch. Jetzt passieren wieder random Sachen. Ich könnte kotzen. Ich schaff das. Und natürlich kurz vom Ziel. Natürlich kurz vom Ziel! Professor Fusion. Nicht schießen! Dieses Festhängen war einfach. Wie läuft's? Egal, ich check's nicht. Ich verstehe nicht, wie das jetzt auf einmal gerade passieren konnte. Okay. Ich bin massiv verwirrt. Ich fand's geil, Chuggis war eindeutig vor mir und bei mir steht Erster.
Und bei Schweiß auch. Es war auch alles fein, bis auf einmal random irgendwelche Kacken da lagen. Ich hab mal so eine Frage. Professor Fusur ist Zweiler. Bin ich dann jetzt Zweiler? Ich beliebe nie wieder, das war euer Fehler, den ihr gemacht habt. Also Chat, es tut mir echt leid, ich hab den Sieg einfach legit weggeworfen. Hätte ich die Abkürzung nicht zu abgekürzt und festhängen und rückwärts fahren, ich hätte einfach durchfahren können. Unfassbar. Unfassbar, ich war so weit vorne. Ja, ist jetzt die Frage, wie viele Punkte gehen. Ja, ich wäre auch auf jeden Fall hoch. Wir gehen hoch anscheinend. Gut. Ab nach oben. Oh. Stimmt. Ja, ich habe die da kriegst du keinen Boost. Ich weiß, oh, ich habe keinen Boost gehabt. Und ich war einmal Erster, ja. Oh, ey, weißt du, dass ich hätte gewonnen? Sicher. Ja, ja, ich glaube, ja. Ich meine das jetzt ganz ernst. Ja. Ich hab das. Oh mein Gott. Ich bin gebrochen. Du hast wie gebrochen? Sie auch Dalu anspricht, ne? So, Dalu, ich weiß, du gewinnst jetzt, ja, aber eigentlich. Weil er ja, eigentlich. Hat, ja mit Driften, bla bla. Und ich dachte, ja, er meint ja das X. Wir hatten eine richtig geile Runde, Leon. Wir hatten diese Driftstrecke wieder, die wo du nur driften musst. Ja, ich geil. Ich hab die ersten, also ich hab alle überrundet, dass ich wieder Vierter war. Also, was? Alter, what the fuck? Geil. Ja, so ich sagen, dass ich so wenig Punkte habe. Das ist doch, der Fehler. Ist das jetzt schon die Tabelle? Ist die aktuell? Nee, ist nur Cup 5. Ist nur Cup 5. Geh doch drüber! Aber die wackelt bei mir mal rum, die Tabelle. Ja, die da wird gerade, werden Sachen gemacht, glaube ich. Genau, wird gerade angepasst. Arbeiten hart gerade. Achso, und okay, Leon, wir hatten einen richtig geilen Bug, oder hier könnt ihr alle gucken. So. Wir hatten zwei Erste, die nicht mal zusammen vorne waren. Echt? Guck mal. Ja, Chad, ihr habt alles gegeben. Also, ich schwitze wie sonst was. Das hätte ich nie gedacht. Alle Erste! Geil. Oh mein Gott. Ich bin alle Erste. Mega. Lol. Okay. Finde ich okay. Reception, vielen Dank für die 5 Abos. Da sind. Nein. Einigen wir uns, dass ich Erster geworden wäre, hätte ich das gewusst mit dritten. Einigen wir uns darauf, dass Training vor einem Turnier vielleicht Sinn machen würde. Einigen wir uns darauf, dass wir nicht 30 Stunden vorher in so ein Spiel reinschwitzen müssen und trotzdem verlieren. 30 Stunden? 30 Stunden, auf jeden Fall. Ja, 36 Punkte. Der Rest hat gewonnen. Yay, yippie! War der Burger. Glückwunsch, Tamina. Danke. Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Geil. Gleich lande ich unten, keine Sorge. Quatsch. Gleich war es vorbei. Aber es hat Spaß. Darum geht es heute, ne? Haben wir gelernt. Nicht cool, ja. Wenn man ein bisschen mehr Übung in dem Spiel hat, ist auf jeden Fall... Ich hab's ein bisschen Lernkurve irgendwo gesehen, irgendwann. Ja, voll. Ja, ich jetzt auch bei mir in den letzten zwei Runden. Sehr gut. Der Spiel ist schon geil, aber mir fehlen halt die Items so ein bisschen, ne? Hä? Okay. Franz, du musst einfach besser fahren. Nein, wenn du letzter bist, es gibt halt nichts, wofür du nach vorne kommst. Doch, es gibt dieses Teleport. Ja, aber du kannst doch nicht ein Item, du musst ja schon mehr Boost-Items nehmen. Du kannst ja nicht als letzter ständig in Minen reinfahren. Du hast, gegen NPCs auf jeden Fall. Du hast aber doch wirklich nur den Teleport, also so um richtig hierher zu kommen. Und den Blitz, der alle trifft. Der Blitz trifft nur die Leute um dich rum. Nein, es gibt noch ein anderes Item. Das hatten wir einmal. Genau, da kommt so ein gelbes Viereck um dich rum und dann haben alle so komische Räder. Ah. Oh, ja. Oh, da habe ich mich ein paar Mal drüber aufgeregt. Das habe ich auch, stimmt. Ja, da habe ich auch nicht gecheckt, woher das kam. Ja, das war das. Das war das. Ah, guck mal, Cup 1. Da war Angelo noch vorne. Hallo. Eine. Guck mal, immer noch vorne. Du bist doch mit Abstand auf Platz 1 da, oder? Also das ist ja schon mal safe. Können wir hier das so einfrieren? Ich war. Oh, okay. Nee, so nehme ich auch noch. Was? Warte, wie war das? Warte, wenn es 2 erste Plätze gibt, heißt das, dann muss ich noch irgendwer eine PlayStation 5 irgendwo her. Wir sind gerade mal bei Cup 2.
Es war trotzdem eine theoretische Frage. Tut mir echt leid, aber es gibt leider nur Lego-Figuren. Es gibt genug PS5, keine Ahnung. Ja, ja. PS5. Ich will noch nachtragen. PS5. PS5 für alle! PS5. Ey, aber ich bin auf dem Treppchen. Aber Angelo, echt gut gefahren, wirklich. Ja, wirklich. Schade, dass wir nicht nochmal zusammen können. Ja. Aber ich glaube, das. Ich glaub, nachdem du mich im ersten Cup so abgezogen hast, Angelo, habe ich dein ganzes Setup geklaut, ne? Also wirklich, ja, dann einfach deine alles kopiert von dir. No way! Oh. Das letzte? Ja, nein, nach zwei Cups. Nee, kommen da noch. Ja, waren es vier? Jetzt kommen noch fünf. Das ist voll spannend, weil sich die Punkte so aufbauen. Ja. Kann die Tabelle denn fallen? Das war das schlechte Club, glaube ich. Das war auch ein ganz schlechter Club. Ich frage mich aber, zum Schluss ist mein Spiel gecrashed. So, wurde ich jetzt letzter dann? In der Runde? Beziehungsweise du bist komplett rausgeflogen. Also, das was ich, ist bitter. Hello. Ich war Erster. Ich will Erster. Ich will. Ja. Ja, weil das ist das Ding gewonnen hier, ne? Wenn du jetzt nicht rausgeflogen wärst. Ich hätte sowas von gewonnen. Mit Sicherheit. Ja. Mit aller Sicherheit. Ja? Also zwei hatte ich übrigens die ganze Zeit verhext. Also wahrscheinlich wäre ich dann... Chat, wir sehen auf jeden Fall, im dritten Cup habe ich Boden gut gemacht. Da hat Dalu nicht mehr doppelt so viele Punkte. Wie beim zweiten. Da hat er mehr als doppelt so viel. Alter, 104 Punkte. Das ist schon stark. Aber jetzt fehlen noch zwei Cups, richtig? Ich weiß nicht, ob das stimmt. Weil eben hieß es Bonus-Cup. Bin mir da unsicher. Aber es kann auch sein, dass wir noch einen Cup fahren mit den Erden. Wir werden es erleben. Eieiei. Boah, Dalu, ey. Das wird immer mehr Punkte. Oh, Dalu, so ein Gamer. Den hab ich voll verkackt, glaube ich. Reicht die Tabelle von der Größe her mit den Punkten bei Dalu? Ich bin mir nicht sicher. Ja, müssen wir auch mal anpassen. Wird gleich viel schneller. Ey, wir sind noch nicht durch. Wir sind noch nicht durch. Und da geht's bergab. Er aber auch am meisten noch vorher reingradet, ne? Das ist das. Zwei Cups fehlen noch. Ach, Herr Gemini. Oh, der letzte war mein bester. Ja, ich bin noch bei der 4. Da wurde ich sogar Dritter. Also overall am Ende. War so mit den Punkten und so, wie mit das heißt. Also super cool. Ja, von der, vom Overlay her. Gefällt mir. Er hat auch mal ein Treppchen am Anfang. Da ist 0 Punkte in dem Cup. Ich hab den einen, da bin ich Letzter geworden und die anderen zwei Erster. Also ja, aber 0 kann doch nicht sein. Einer noch, Punkte komm. Fehlen. Komm, gönn Punkte. Da gönn 14, da steht's. Waren wieder 40 bei dir gerade, ne? Kann sein. Ja, safe. Den letzten hast du auf ihr. Ja, da sind sie, die 40. Mein Gott. Oh. Also ich muss sagen, 16 Punkte fehlen dir zum perfekten Spiel, ich würde mich ja aufregen. Ein Rennen durfte ich nicht beenden. Stimmt, ja, wegen dem Bug. Ja. Hä? Was? Oh Mann. Ach ja. Immerhin dreistellig. Ach, shit. Oh, guck mal, auf dem siebten noch hoch. Aber stark. Ja, ich glaube, das kann ich nicht mehr. Leon, du warst auch ein Gegner, ey. Ja, noch bin ich Fünfter. Nee, das war's für mich. Und wieder runter. Hast du dafür geaimt? Ja, true. Ja, ich hatte dafür geaimt für letzter. Stimmt. Ja. Da gibt's ja auch was. Oh, Jen. Nee, achso. Du hast noch nicht eingetragen. Hat doch keine Punkte. Bam. That's pain. Nice. Glückwunsch, Stamina. Dankeschön. Die Lego-Figur sind dein. So, damit sind wir komplett. Ja, so richtig schön von oben runter, so kennt man Bonjour. Oh mein Gott. Wie bitte? Wow. So richtig schön von oben runter draufhauen. Was war's denn, du aus der Ecke? Alter. Ja, geil. Ich muss ganz schnell hier weg. So, wir sind dreistellig geworden. Platz 7. Also unteres Mittelfeld. Wie will das jetzt verlosen? Ist auf dem Punkt, also das ist auch so ärgerlich. Haben wir das nicht schon mal bei Gundam bei dir? Hallo, nee, das hat nie existiert. Ich bei Gundam habt nicht ihr, drei. Über Gundam reden wir nicht. Hast du nur ein Spiel? Das verbotene Topic, jetzt ja. Vierter bis zwölfter, da Dingens Verdingsen. Habt ihr eine Info, was wir da jetzt verlosen? Also so ein Bild oder so wäre ganz cool. Platz 1. Ich hab mein Chatbot einfach benutzt, da können jetzt alle reinschreiben. Für Platz 2 verlosen wir eine Xbox Series X. Für Platz 3 eine Nintendo Switch und für den letzten Platz Lego-Figuren. Nice. Für die letzten Plätze, ne? Also nix. Von 4 bis 12. Gar nichts. Auf der Website steht aber 4. bis 12. Platz. Genau, in den AGBs steht Platz 4 bis 12. Oh. Ja. Das ist wie alle Lego-Figuren jetzt. Und das hat mir zumindest der Chat mitgeteilt. Cool. Ah ja, ich hab's auch schon auf der Seite gelesen, deswegen.
Ja, also, wenn das da steht, dann müssen wir das vielleicht noch diskutieren. Und wie, also, wird schon die Anwälte und wie wird das jetzt verlost? Willst du denn das ab in meinen Chat, Leute? Also, gerade die ersten drei Plätze, die auf jeden Fall sicher sind, und der letzte, der auch auf jeden Fall sicher ist, einmal bitte das Hashtag Lego2kDrive. Ja. Hab ich Bot, dann eine Person auslosen. Chat, das gilt noch nicht für uns. Das gilt noch nicht für uns. Ich sage euch Bescheid. Es gibt noch keinen Raffle. Also ihr könnt, ihr steht aktuell in keiner Liste. Raffle heißt, ihr tragt was in den Chat ein, dann kommt ihr in so eine Liste rein und dann wird aus dieser Liste ausgelost. Die gibt's hier noch nicht. Okay, perfekt. Ich bedanke mich recht herzlich für die Teilnahme. Hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bedanke mich auch. Dankeschön, Leute. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. Bye, Leute. Bye. Chaos. Kurze Frage. Wie läuft das jetzt ab? In welchem Bot? Ein Raffle hätte ich gedacht, oder? Ja, genau, ein Raffle. Ich habe das letzte Raffle 2016 gemacht. Du hast doch bestimmt einen talentierten Mod, der weiß, wie das geht. Aber ich dachte, die spammen schon die ganze Zeit. Ja, die spammen wir auch schon die ganze Zeit, aber ich habe denen gesagt, das bringt nichts. Das ist gute Werbung. Also, was heißt, also Platz 4 bis 12 heißt, ich hau jetzt auch Lego-Figuren raus. Was heißt denn eine Lego-Figur? Wir fragen Boris. Los? Geheim, ne? Ja, weil das doof ist, das steht halt in den allgemeinen Geschäfts... Also, ja, das müssen wir nachträglich klären. Das kann ich jetzt nicht beantworten. Dann ziehe ich jetzt jemanden und dann kriegt ihr entweder von euch was oder von mir. Ist mir egal. Was heißt denn überhaupt eine Lego-Figur? Ist das so eine zum Zusammenbauen oder die kleinen? Alles klar. Ist eine Überraschung. Ich ziehe. Okay, ich ziehe einfach einen und dann gucken wir zusammen, wie wir das machen. Genau. Geil. Dann vielen Dank und einen schönen Abend noch. Danke auch. Grüße. Ja, vielen Dank nochmal. So, Chat, das ist mir jetzt egal. Also, wir ziehen auf jeden Fall jemanden. Das ist ja noch gar nicht offen. Also, wir ziehen auf jeden Fall jemanden. Mods, das ist so gerade. Boah, Leute, chillt mal ganz kurz. So. Also wir werden auf jeden Fall jemanden verraffeln. Und entweder gibt es über die Second Wave, also die Agentur mit den AGBs, gibt es halt eine Lego-Figur. Oder ich sorge dafür, dass du was anders gewinnst. Das geht ja nicht. Also da kann ja nicht drinstehen, du kriegst was, dann kriegst du nichts. Ne? So. Ich weiß jetzt gerade aktuell nur nicht, wer von den Mods da ist. Ansonsten werde ich das einfach selber machen. Ich mache die Mode-Shit jetzt wieder aus. Sag euch Bescheid. Oh, warte mal, wieso steht da schon was von Giveaway? Habt ihr schon einen Raffle gestartet? Ja, ich muss nochmal Discord neu starten, Moment. Ja. Oh, man landet direkt wieder hier im Channel, das ist ja mega. Hups. Ich weiß eins auch, wie Discord funktioniert. Server verlassen. Nee. So. Also. Ah, sehr schön. Also, Raffle ist natürlich offen. Ne? Hashtag Lego2kDrive zusammengeschrieben. Guck, Steam. Ja, bei Steam habe ich alles an Benachrichtigung aus. Aber danke, Cookie. So, jetzt der Raffle an. Was ihr gewinnt, steht tatsächlich noch nicht fest. Entweder Lego-Figuren
Das wird noch geklärt. Oder wir, also es gibt auf jeden Fall was. Wir ziehen eine Person. Und die wird angeschrieben von unserem Mods. Das heißt, ihr müsst die Messages anhaben. Und die AGBs natürlich beachten. Ne? Dafür haben wir ja Ausrufezeichen AGB. Um das Ganze nochmal vorzutragen, sobald ich auf diesen Link klicken kann, gibt es natürlich Teilnahmebedingungen. Ausgeschlossen werden Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Den Rest könnt ihr euch selber durchlesen. Also, ich würde sagen, wir können den Raffle dann auch langsam schließen. Ich glaube, es haben mittlerweile alle geballert. Sehr gut, Chat, vielen Dank. Ich muss sagen, der Ventilator unten, der ist echt gut. Also, ihr werdet angeschrieben, beziehungsweise angewispert. Passt auf, von wem ihr angeschrieben wird. Also, es ist auf jeden Fall ein Mod von uns. Es wird kein Link drin sein, ne? Also, klickt nicht auf irgendwelche Links in irgendwelchen Nachrichten. Und ich würde einfach sagen, E-Mail-Adresse und dann connecten wir, also fusionieren wir und connecten wir. So, Emote Only heißt, es ist geschlossen. Und dann werden wir gleich mitgeteilt bekommen. Ja! Yali unterstrich Furthroat. Ist das was? Ich glaube, das ist nichts Unanständiges. Herzlichen Glückwunsch! Du bist angeschrieben vom Mod. Und dann brauchen wir die E-Mail und die wird dann weitergegeben an den Gewinnspielveranstalter, die Second Wave. Und ich werde jetzt natürlich warten, ob du angeschrieben werden konntest. Ah. Das ist elfisch. Ach so, weil ich habe nur Throat gelesen. Was heißt denn das? Heißt das... Ich google das jetzt. Oyali Mythologie. Oh nee, das ist Hindu. Yali, also called Viala, is a Hindu mythological creature. Okay. Ja, ich brauche nur E-Mail. Dankeschön. Ich denke nicht versaut. Also das muss ja... Vielleicht kann es auch irgendwas mit Essen sein. Das wäre natürlich geil. Boah, ich habe mega Hunger. Ich hoffe, ihr habt auch Hunger. Oder schon gegessen. Das ist natürlich der Optimalfall. Irgendwas wurde getimeoutet wegen Blacklist. Ich habe da nichts mit zu tun. Ja, also die Person wurde kontaktiert. Es ist ein Austausch, hat stattgefunden. Und das war's mit LEGO 2K Drive Turnier für heute. Die Punkte werden da nochmal angezeigt. Wir können das immer kurz durchgehen. Ne? Also einfach der Sportsmanship halber. Dalu hat gewonnen, 184 Punkte, Respekt dafür. Asmugel, die Rennen, die ja mitgefahren ist, bei mir eiskalt gefahren. 157 Punkte ist schon ziemlich ordentlich. Ich glaube, mit Leon bin ich gar nicht gefahren, kann das sein? Also scheint aber auch ganz gut gelaufen zu sein. Chagas war cool, ich glaube, Sterzig, war Sterzig oder Chagas das mit dem Schiff? Das war krass, aber auch gut designt. Fischkorb ist, ja, wie immer gern gesehen, auch wenn der manchmal zur Tür muss. Ich glaube, mit Lost Kitten sind wir damit anfangs gefahren. Ich glaube sonst nicht. Dizzy war sehr ruhig und konzentriert, wie immer, wie man das von so einem Rennfahrer erwartet. Smash Lunatic, gute Rennen, gute Duelle. Du hast mich, glaube ich, einmal kurz vom Ziel weggeballert. Fand ich nicht nett. Jen, ein kurzes Tête-à-Tête ist es leider nur gewesen heute. Mina, im letzten Cup dabei gewesen. Hat aber im letzten Cup, glaube ich, auch gar nicht so schlecht performt. So. Allgemein hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Ich meine, in solchen Spielen wird immer rumgeschrien, sonst... Wenn die langweilig wären, wird man sich nicht aufregen. So. Ne? Das Schlimmste, was in so einem Spiel passieren kann, ist, die Leute fahren, ohne was zu sagen, einfach durch die Gegend und keiner schreit. Jen hat reingeschwitzt. Ja, das hatte ich bei manchen so das Gefühl. Aber ist ja auch völlig in Ordnung. So, was macht er denn da? Der fährt zu Rock am Ring. Ach, guck mal an. Ja, schön. Also Ado streamt noch weiter. Deswegen, und das Beispiel. Was war denn das für eine Geste?
Ah, das ist, weil die Person, die hat das Singen. Rockstar. Deswegen nämlich. Was sind das für Gesten in diesem PUBG? Versteh's nicht. Also, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Werde euch rüber raiden zu Good Old Fish Corp. Und da wir natürlich noch den Leaks Meet der Woche machen wollen, kurz vor Ende des Streams, ihr könnt ja versuchen, aus ihm rauszukitzeln, denn heute ist bekannt gegeben worden, tatsächlich, nachdem ich die Instagram-Umfrage gemacht habe, welches Spiel Friendly Fire 9 zumindest also Sponsoren, Hauptsponsor wird und was das Shooting-Thema sein wird. Aber ich glaube, wann der Termin ist, das steht noch nicht. Ja, vielen Dank. Angenehmen Abend noch. Wir sehen uns die Tage. Und vielen Dank auch an die Mods wieder. Ich bin fertig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Schüsseldorf. Schöne Grüße an Fischkopf. Und ja, das ist fies. Ja, ich weiß. Tschüss. Hui. Oh, das war krass. Jetzt muss ich natürlich nur daran denken, den Stream auch auszumachen und nicht einfach nur hier OBS auszumachen, weil dann bin ich auf zu streamen. Smart.